Erzählen Sie dem Gericht doch bitte, wie Sie Dr. Jameson kennengelernt haben. Ich war in seiner Klinik. Er hat mich die letzten Jahre dort behandelt. Nein, nein, ich meine davor. Sie kannten Dr. Jameson schon, als Ihr Sohn geboren wurde, oder nicht? Dr. Jameson war daran beteiligt, als Sie gezwungen wurden, Ihren Sohn adoptieren zu lassen. Und ist es nicht so? Und denken Sie, wenn Sie antworten daran, dass Sie unter Eid stehen, Miss Andrade, ist es nicht so, dass Sie deswegen heute mit Dr. Jameson abrechnen wollen? Nein. Und ist es nicht auch so, dass Sie alles tun würden, um sich an ihm zu rächen? Nein. Ruhe, sonst lasse ich den Saal räumen. Würden Sie bitte die Frage beantworten? Ich wiederhole die Frage. Entspricht es nicht der Wahrheit, dass Dr. Jameson einen entscheidenden Anteil daran hatte, als man ihm ihr Baby weggenommen hat und es zur Adoption freigab? Und ist es denn nicht die Wahrheit, dass dieser Schmerz schon seit 13 Jahren in Ihnen bohrt, dass Sie immer darauf warten, es ihm zurückzahlen zu können? Das Leid, die Schmerzen, die er Ihnen zugefügt hat. Einspruch, Euer Ehren. Ach, und weswegen? Ich bin hier der Vorsitzende, wenn Sie gestatten. Diese Art der Befragung ist unzumutbar und hat mit dem Fall auch nicht das geringste zu tun. Könnten Sie dem Gericht bitte erklären, worauf Sie mit Ihren Fragen hinaus wollen? Euer Ehren, ich versuche hier zu beweisen, dass Miss Andrade voreingenommen ist. Miss Andrade ist nicht die Angeklagte hier, Mr. Capwell, und Sie werden Ihre persönliche Vergangenheit nicht einer öffentlichen Prüfung unterziehen. Sie wollen damit doch nur Ihre Sensationsgier befriedigen, nicht wahr? Miss Andrades persönliche Vergangenheit ist nicht weiter interessant als unbedingt notwendig für die Verteidigung und Reputation meines Klienten. Wenn Sie jetzt fertig sind, würde ich gerne über Miss Wainwrights Einspruch entscheiden. Einspruch zurückgezogen, Euer Ehren. Ich bitte um Unterbrechung der Verhandlung. Ich will mich mit Miss Andrade besprechen. Haben Sie vielleicht Einwände? Absolut nicht. Ich unterbreche die Verhandlung für 10 Minuten und ich meine auch 10 Minuten. Santana auseinandergenommen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Er beschuldigt Santana, sie wolle sich noch rächen an Jameson, weil er angeblich Brandons Adoption einfädelte. Was hat sie geantwortet? Soweit kam es nicht. Julia bat um eine Unterbrechung bei der Verhandlung, aber Santana hat die Fassung verloren. Das ist ja wohl kein Wunder. Ich finde, Mason ist bei ihr wirklich zu weit gegangen. Ich weiß, dass es so aussieht, Liebling, aber er muss ein paar harte Fragen stellen, wenn er Grant da rausholen will. Für meinen Geschmack könnte er das ruhig anders machen, wenn er Jameson repräsentiert und die Geschworenen glauben Mason, dann hassen sie ihn am Ende. Wir wollen keine Liebeserklärung, sondern einen Freispruch. Ich hoffe, Mason weiß, was er tut. Er macht eine gefährliche Gratwanderung. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Na, geht's wieder? Sie haben ja gehört, was Mason mir vorgeworfen hat. Klar und deutlich. Hat er die Wahrheit gesagt über Jameson und seine Rolle bei der Adoptionsgeschichte? Welchen Unterschied macht das schon? Einen großen. Das ist schon so lange her. Warum sollte ich jetzt damit anfangen? Santana, Mason versucht, ihre Aussage unglaubwürdig zu machen. Und alles, was er dazu tun muss, ist nichts weiter, als einen Zweifel in die Köpfe der Geschworenen zu pflanzen. Und wenn er ihnen nachweist oder es auch nur so aussieht, als ob sie aufgrund ihrer früheren Erfahrungen mit Dr. Jameson voreingenommen sind, dann kann ich... Nein. Julia, Sie müssen mir glauben. Ich belüge Sie nicht. Und wenn Sie mir nicht vertrauen, Santana, dann muss ich... Santana, ich glaube ja, was Sie mir da sagen. Aber das Letzte, was wir jetzt brauchen könnten, wäre eine weitere Zeugin, deren Aussage unglaubhaft wirkt. Mason zieht mir langsam den Boden unter den Füßen weg und... Kommst du mal? Entschuldigen Sie mich einen Moment. Sich. Ich habe die Schwester gefunden, die Dienst hatte, als Santana aus dem Krankenhaus weggerannt ist. Oh, ich... Aber ich weiß nicht, ob sie aussagt. Bringen Sie zum Reden. Sag ihr, dass wir sie vorladen, wenn sie sich weigert. Bringen Sie einfach her. Ich tue mein Bestes. Noch mehr Schwierigkeiten? Nein, keine weiteren. Davon habe ich eigentlich schon genug im Moment. Kann man so sagen.
Wir sollten langsam wieder reingehen. Es geht in einer Minute weiter. Craig, ich wollte Ihnen sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie in dieser Sache so zu uns halten. Und CC, dafür müssen Sie sich nicht bedanken. Kommst du mit rein? Ich komme gleich. Okay. Geht's dir gut? Ich würde lieber mit Cruz nach Eden suchen, um sie zusammen mit deiner Mutter begrüßen zu können. Schwer zu glauben, dass Eden irgendwo da draußen ist und lebt, oder nicht? Ich hatte einen Traum, weißt du? Cruz geht sie suchen, dann bringt er sie nach Hause und genau am selben Tag wacht auch Mama wieder auf. Ein Wunder jagt das nächste. Liebling, ich hoffe sehr, das war mehr als ein Traum, denn diese Familie hat schon lange keine Wunder mehr erlebt. Es wird alles wieder gut, Daddy. Das kann ich fühlen. Wir werden wieder eine Familie werden, genau wie früher. Umfasst dieser Tagtraum auch deinen Bruder? Ja, natürlich. Ich wünschte nur, ich würde ihn ein bisschen besser verstehen. Da geht's dir wie mir. Er hat sicher einige schlimme Erinnerungen geweckt bei Rosa und Santana. Ein Glück, dass Brandon nicht hier ist und das alles hört. Du darfst eins nicht vergessen, Kelly. Ihren Jungen haben wir zu dem gemacht, was er heute ist. Und das ist etwas Besonderes, etwas Bemerkenswertes. Und Santana hat nichts zu bereuen in dieser Sache. Das sollte sie niemals vergessen. Aber er ist doch noch ihr Kind. Und ich weiß ganz sicher, wenn ich Santana wäre, würde ich niemandem vergeben können, der sich zwischen mich und mein Baby stellt. Mutter? Oh, bitte, du sollst mich doch nicht erschrecken. Und wieso schreist du so? Ich dachte, du wolltest nach Hause, um deinen Rausch auszuschlafen. Ach, Schlaf bringt keine Heilung für das, was mich quält, Herzchen. Aber das bringt ja wohl auch keine. Wieso zum Teufel musst du trinken, als ob es keinen Morgen mehr gibt? Ach, na, endlich hast du es verstanden. Es gibt kein Morgen. Es gibt keine Garantien, keine Versprechungen. Also sauf, friss und was immer du willst, weil morgen bist das du vielleicht ist nicht schon... Lustig, Mutter. Ich mache mir Sorgen um dich. Oh, das ist aber süß. Ein braver Sohn, der seine Mutter liebt. Achte gut auf mich auf meine alten Tage, Warren. Ja, keine Sorge. Wenn du es noch so lange machst... Du warst seit Tagen nicht mehr nüchtern. Du ruinierst vorsätzlich deine Gesundheit. Und ich frage mich, was mit dir los ist. Wieso tust du das? Die Wahrheit, mein kleines Lamm. Die Wahrheit. Die Wahrheit schenkt dir die Freiheit und schickt mich hinaus. Hoffnungslos verloren. Und ich glaube, ich werde dich ganz schön vermissen. Wovon sprichst du, Mutter? Die Verhandlungspause ist vorbei. Würden Sie bitte in den Gerichtssaal kommen? Ah, wir sind gemeint. Folge mir unauffällig. Das ist doch Latein, oder? Weißt du, was das heißt? Ja, es ist Latein. Ja, ich hatte ein bisschen Latein damals in der Schule. E pluribus unum. Wir vertrauen in Gott. Und wer nicht, soll zum Teufel fahren. Steht, lass die Gerechtigkeit siegen, auch wenn der Himmel einstürzt. Du darfst das Kleingedruckte nicht übersehen, Cassie. Ich sage dir, es gibt keine Gerechtigkeit. Hey, weißt du, wo Kelly ist? Nein, tut mir leid. Kommst du rein? Offen gesagt ist es da drin zu voll für mich. Wirklich? Ich dachte, es freut dich zu sehen, wie Mason Julia zerreißt. Craig, wenn hier heute jemand zerrissen wird, dann bin ich nicht sicher, ob es Julia sein wird. Sie werden sehen, dass sie... Ja. Miss Andrade, vor der Unterbrechung sprachen wir über das Kind, das Sie vor 13 Jahren zur Welt gebracht haben. Wer ist der Vater? Das sollten Sie wissen. Es war Ihr Bruder. Würden Sie dem Gericht den Namen nennen fürs Protokoll? Channing Capel Jr. Waren Sie mit ihm verheiratet? Nein. So, da waren Sie also. Sie waren noch jung und verliebt wahrscheinlich. Im Bauch ein uneheliches Kind. Was ist mit dem Baby passiert? Ich habe es zur Adoption freigegeben. Erzählen Sie uns bitte, warum.
Das ist nicht von Bedeutung, Euer Ehren. Einspruch abgelehnt. Die Zeugin soll die Frage beantworten. Ich wurde gezwungen. Man hat zu mir gesagt, es wäre das Beste. Dass es das Beste für mein Baby wäre. Ich war sehr, sehr jung und wirklich naiv. Und irgendjemand hat ihre extreme Jugend ausgenutzt und ihre Naivität. Santana, wer hat sie überredet, ihr Baby wegzugeben? Was wollen Sie eigentlich damit beweisen, Mason? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen meinem Sohn und der Tatsache, dass dieser Mann eindeutig versucht hat, mich umzubringen? Ich beantrage, den letzten Satz aus dem Protokoll zu streichen. Er wird gestrichen. Die Geschworenen werden diesen Satz der Zeugin nicht berücksichtigen. Richter Raymond, wie bereits ausgeführt, steht Santana Andrade hier nicht unter Anklage. Und wie ich bereits ausgeführt habe, gestatte ich diese Fragen. Halten Sie sich also zurück. Mr. Campbell, Sie strapazieren meine Geduld. Könnten Sie sich bitte kurz fassen? Ja, Euer Ehren. Wer hat Ihnen das Baby weggenommen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ein Doktor. Es war mehr als nur eine Person daran beteiligt. Und sehen Sie diesen Arzt hier im Gerichtssaal? Dr. Jameson, könnte es möglicherweise gewesen sein. Es ist jetzt so lange her, ich erinnere mich nicht mehr genau. Sie erinnern sich nicht mehr genau? An den einzigen Tag, an dem Sie Ihr kleines Baby im Arm halten durften? Und Sie erinnern sich nicht mehr an den Mann, der Ihnen Ihr Baby weggenommen hat? Offen gesagt kann ich das nicht so recht glauben. Tut mir wirklich leid. Wie bitte? Das Letzte konnte ich nicht verstehen. Keine weiteren Fragen. Miss Andrade, wie alt waren Sie damals, als Sie Ihr Kind bekamen? 16. Seitdem ist sehr viel Zeit vergangen. Es war ein völlig anderes Leben. Würden Sie es heute anders machen? Oder würden Sie die Zeit zurückdrehen wollen? Mein Sohn hat sich gut entwickelt. Nein, er hatte ein gutes Leben. Und Sie haben gegen die Beteiligten keine Ressentiments, den Doktor eingeschlossen? Nein, nein. Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Danke sehr. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Kreuzverhör? Vielleicht später, Euer Ehren. Sie können den Zeugenstand verlassen. Rufen Sie Ihren nächsten Zeugen. Ich rufe Cici Capwell in den Zeugenstand. Es tut mir leid, dass ich das nicht verhindern konnte. Na, hat es dir Spaß gemacht? Nicht im geringsten, nein. Wieso zielst du immer unter die Gürtellinie? Weil man gemeinhin sagt, dass der Angriff die beste Verteidigung ist. Also enttäusch mich nicht. Bitte. Ich störe ja nicht gerne, aber könnten wir vielleicht weitermachen? Bitte nennen Sie uns Ihren Namen für das Protokoll. Channing Creighton Capwell. Der Erste. Sind Sie mit dem Angeklagten bekannt? Mehr als bekannt. Er ist ein alter Freund. Seit wann kennen Sie ihn? Über 20 Jahre. 20 Jahre, das ist sehr lange. Lang genug jedenfalls, um jemanden genau zu kennen. Das sehe ich auch so. Er ist mehr ein Freund der Familie als nur Ihr Hausarzt, oder nicht? Genau so ist es. Also jemand, der Sie niemals im Stich lässt. Wenn die Kinder krank sind oder der Sohn die Tochter der Haushälterin schwängert, der Ihnen dabei hilft, den Fehltritt loszuwerden. So war es doch bei Santana. Was soll das eigentlich werden? Euer Ehren, das geht entschieden zu weit. Euer Ehren, ich will den Geschworenen nur Santana Andrades Gemütszustand näher bringen. Und Mr. Capwells Aussage wird außerdem erhellen, in was für einer Beziehung Mrs. Andrade zu Dr. Jameson steht. Eine Beziehung, die für meine Verteidigung entscheidend ist. Mein Einspruch hat Bestand, Euer Ehren. Abgelehnt. Aber Mr. Capwell, ich warne Sie. Einspruch abgelehnt, das wäre der liebe Gott. Das nennt sich Justiz. Mrs. Lockridge, ich warne Sie nur noch dieses eine Mal. Wenn Sie die Verhandlung noch einmal stören, dann werde ich Sie einsperren lassen. Verstehen Sie, was ich sage? Mr. Capwell, ich bitte Sie, keine Behauptungen aufzustellen. Offenbar verwechseln Sie etwas. Geführt wird auf der Tanzfläche. Bei Gericht stellt man Fragen. Der Zeuge möge die Frage beantworten. Welche Frage, Euer Ehren? Es war eine Anschuldigung. Ich formuliere anders. Waren Sie und Dr. Jameson dafür verantwortlich, dass Santana Ihr Baby weggegeben hat?
Ich bereue nicht, was ich getan habe. Es waren seinerzeit außergewöhnliche Umstände. Ja, da bin ich sicher. Macht es Ihnen etwas aus, den Geschworenen zu erläutern, welche das waren? Euer Ehren. Was wollen Sie denn, Miss Wainwright? Ich würde gerne wissen, ob Dr. Jameson auf der Anklagebank sitzt oder C.C. Capwell. Gratuliere. Ich finde, es ist nicht zu übersehen, wer hier auf der Anklagebank sitzt. Ich werde die Frage gestatten. Was ist denn nun schon wieder? Haben Sie ein Problem damit? Nein. Sie sprachen vorhin von außergewöhnlichen Umständen, die Sie geradezu dazu gezwungen hätten, Brandon von seiner Mutter zu trennen. Santana war zu jung, das hat sie selbst gesagt. Weder Sie noch Channing wären in der Lage gewesen, ein Kind aufzuziehen. Weil Ihnen der Zeitpunkt nicht passte? Weil sie verdammt nochmal erst 16 Jahre alt war und er auch. Und er war kurz vorm Abschluss der Highschool. Und weil er noch sein ganzes Leben vor sich gehabt hat. Das Leben, das Sie für ihn bestimmt hatten, von dem Job, den er kriegt, bis zu der Frau, die er heiratet. Stattgegeben. Ich ziehe die Frage zurück. Sie meinten also das Leben, das Channing sich für sich vorgestellt hatte. Haben Sie je nach den Vorstellungen des Mädchens gefragt? In Ihrem Horoskop stand nichts von einem Sohn, der eine nicht standesgemäße Beziehung eingeht. Ganz zu schweigen von der Peinlichkeit eines unehelichen Kindes. Euer Ehren! Ich war damals nicht der Einzige, der deswegen Vorbehalte hatte. Ihre Eltern waren genauso wenig begeistert, dass ihre Tochter ein uneheliches Kind von meinem Sohn kriegt. Sie mussten ihnen ja zustimmen, wenn sie ihren Job behalten wollten. Wurde je über eine Hochzeit gesprochen? Eine Hochzeit kam überhaupt nicht in Frage. Haben Sie über eine Abtreibung nachgedacht? Nein. Aus religiösen Gründen waren wir uns darüber einig. Sie lobten also den Herrn und gaben die Früchte der Liebe in wessen wartende Hände? Einspruch! Stattgegeben. Ich werde anders fragen. Das Kind war einem Freund von Ihnen und seiner Frau versprochen. Ein kinderloses Paar, das unbedingt ein Kind adoptieren wollte. Hatten Sie einen schriftlichen Vertrag? Oder reichte ein Handschlag beim Martini im Club? Die Adoption war völlig legal. Und was hat Santana gemacht? Was hat Channing getan, als sie dabei waren, ihr zukünftiges Glück zu zerstören? Haben sich die beiden aufgegeben, als sie angeordnet haben, dass sie ihr Baby weggeben? So ist es nicht gewesen, Mr. Capwell. Wer hat Ihnen bei dieser Sache geholfen? Die Formalitäten erledigt? Sie stehen unter Eid. Grant Jameson. Grant Jameson. Er kannte sich immer am besten. Immer derselbe Name. Immer wieder. Tja, und wieder und wieder. Sie sagten, was zu tun ist. Dr. Jameson tat die Dreckarbeit. Und an dem bewussten Tag, dem Tag von Brandons Geburt. Natürlich hat Dr. Jameson das Baby nicht persönlich abgegeben, aber er hat dafür gesorgt, dass Brandon adoptiert werden kann. Und damit gab er ihn in fremde Hände. Sagen Sie mir, durfte Santana ihr Kind wenigstens einmal sehen? Hat sie Ihnen Vorwürfe gemacht, Ihnen oder dem guten Doktor, weil sie ihren kleinen Sohn nicht einmal im Arm halten durfte? Hat sie getobt und gewütet und sie beide verflucht, weil sie ihr Baby weggenommen haben? Nein. Sie hat nie ein Wort gesagt. Nein, natürlich nicht. Das würde sie sich nie erlauben. Wieso tust du das, Mason? Wieso werde ich bestraft? Nicht ich habe etwas Unrechtes getan, sondern er was. Was willst du damit beweisen? Dass ich Jameson hasse? Bitte, okay, ich geb's zu. Ich hasse Jameson und zwar nicht wegen etwas, das er vor 13 Jahren getan hat, sondern ich hasse ihn, weil er schlecht ist und weil er geldgierig ist und weil er dafür Menschen benutzt, die zu krank oder zu alt sind, als dass sie sich selbst wehren könnten. Ich will nicht mehr als Gerechtigkeit, nicht nur für mich. Sondern für all die Menschen, deren Leben zerstört worden sind durch solche wie Jameson. Das reicht, Miss Andrade. Miss Wainwright, Sie sollten mehr auf Miss Andrade achten, sonst muss ich Sie aus dem Saal entfernen lassen. Das wird nicht notwendig sein, Euer Ehren. Ich stelle Befangenheitsantrag. Nein, das habe ich doch nicht erlebt. Es wurde ein Befangenheitsantrag gestellt. Ich bitte die Verteidiger in mein Büro und unterbreche die Verhandlung. Sie sind vorläufig entlassen. Santana, ich hoffe, du verstehst es. Du stellst zu viele Fragen. Dieses Mal ist er eindeutig zu weit gegangen. Wieso tut er sowas?
Das ist ganz einfach. Um mich zu verletzen, die alte Geschichte von seinem angeblich verpfuschten Leben. Er macht mich zu irgendeinem gefühllosen Monster. Siehst du mich vielleicht auch so? Ich hoffe, es wird nicht lange dauern. Ich muss in einer halben Stunde im Krankenhaus sein. Ich wäre auch ins Krankenhaus gekommen, aber ich hatte den Eindruck, als wäre es Ihnen unangenehm, wenn man sieht, dass Sie mit einem Polizisten sprechen. Ich habe nichts zu verheimlichen. Das sagte ich Ihnen ja schon am Telefon. Also, was wollen Sie von mir wissen? Was in der Nacht geschehen ist, in der Santana aus dem Krankenhaus geflohen ist. Sie hatten Nachtschicht. Ja, ich war auch diejenige, die entdeckt hat, dass Santana fehlte. Sie riefen Dr. Jameson an und sagten es ihm. Aber natürlich. Wir haben einen Computerausdruck der Telefonanlage des Krankenhauses, der das bestätigt. Ist es nicht einleuchtend, dass der Chef verständigt wird, wenn es ein Problem mit einem Patienten gibt? Und hat Dr. Jameson ihm besondere Anweisungen gegeben? Ja. Ich sollte sie auf dem Gelände suchen lassen. Aha. Ist Santana gefährlich? Stellt sie eine Gefahr dar für sich oder andere Menschen? Nicht mehr als jeder andere auch. Aber sie war vollgepumpt mit Beruhigungsmitteln, als sie aus dem Krankenhaus floh. Wieso? Wissen Sie, diese Frage stellen Sie besser Dr. James. Hatte sie sich nicht darüber beschweren wollen, wie die Patienten in diesem Krankenhaus behandelt werden? Und wenn ihre Vorwürfe bekannt geworden wären, wäre das nicht eine Katastrophe gewesen für Dr. Jameson und seine Mitarbeiter? Ist das nicht vielleicht der Grund, warum man sie mit Beruhigungsmitteln vollgestopft hat? Ich habe nichts davon gemerkt. Ist das wahr? Nun, möglicherweise werden wir sie vorladen und dann müssen sie aussagen unter Eid und dann werden sie es sich... Es reicht verändern. Jetzt. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Ach, wissen Sie, Ihr Vorgesetzter Dr. Jameson hat eine ganze Menge zu sagen. Er ist bereit, als Kronzeuge aufzutreten und beschuldigt Sie, Sie hätten die Versicherung betrogen und dafür Schmiergeld erhalten. Was, mich? Und er wird außerdem aussagen, dass, als Santana damit drohte, die Angelegenheit an die Öffentlichkeit zu bringen, Sie versucht haben, sich ihrer zu entledigen. Ich wäre mir nicht sicher, wem die Geschworenen glauben. Also lassen Sie uns anfangen. Sie erzählen mir jetzt ganz genau, wie es war in dieser Nacht. Tja, Mutter, das war eine ziemlich schwache Vorstellung. Da hast du allerdings recht. Ich meinte eigentlich dich, meine Liebe. Du missachtest die Ehre des Gerichts. Ich wundere mich, dass dich der Richter nicht in die Ausnüchterungszelle gesteckt hat. Oh, du hast recht. Am besten füllen wir alle Gefängnisse mit Frauen und Betrunkenen und Parksündern, die sich weigern, Geld in die Parkuhr zu werfen. Hauptsache, es herrscht Recht und Ordnung. Koste es, was es wolle. Recht und Ordnung können wir den Puckel runterrutschen. Die Art, wie Richter Raymond sich von Mason hier vorführen lässt. Wie ein Affenzirkus. Er ist die schlechte Karikatur eines Richters. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Nicht, was meinen Mann betrifft natürlich, aber ich muss sagen, hier scheint mehr vorzugehen, als man sich zunächst vorstellen konnte. Ich hätte nie gedacht, dass Cici in Wahrheit so einen schlechten Charakter hat. Nein, nicht Cici ist hier der Bösewicht. Nein, 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 sondern seine billige, zweitklassige Frau Sophia. Sie ist in Wahrheit der Grund für die ganze Misere. Ich finde, wir sollten einen trinken und auf Sophia anstoßen, finden Sie Mutter, nicht? Mutter, es ist eine genug. Wunderbare Idee. Oder Tom, bist du genug anderer ist Meinung? Genug. Nein, noch lange nicht, Warren. Und das wird es wohl auch nie wieder sein. Nichts wird jemals wieder genug sein. Mutter, warte nein, bitte. Es tut mir sehr leid, dass er Sie damit reingezogen hat. Ist es damals so gewesen, wie er sagt? Sie waren doch da. Ich war da, aber ich wusste nur das, was mir erzählt wurde. Ich habe gedacht, Santana gibt ihr Baby freiwillig zur Adoption frei. Das glaubte ich wirklich. Und jetzt zeigt sich erst, wie es wirklich gewesen ist. Kommen Sie, Grant, wer kann schon sagen, wie es wirklich war? Hinterher ist es leicht, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Mason kämpft hier einen Kampf, der nicht gewonnen werden kann. Vielleicht doch. Was wollen Sie damit sagen? Dass er vielleicht recht hat. Und wir sind im Unrecht. Warum sollte man das nach so langer Zeit nicht zugeben können? Grant, mein Freund, die Hauptsache ist, man befindet auf nicht schuldig und dieser ganze bedrückende Albtraum ist vorüber. Für Sie vielleicht, Cici. Aber nicht für mich. Kopf hoch. Für Mason entschuldigen. Ich wusste nicht, dass er das zur Sprache bringen würde. Schon lauert der nächste Hinterhalt.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Was willst du denn hören, Cici, dass alles in Ordnung ist? Nein, es ist ganz und gar nicht in Ordnung. All die Jahre habe ich versucht, mir einzureden, dass es nichts ausmacht. Dass das Land, was sie gestohlen haben, nichts wert war. Dass ich den Schmerz vergesse, dass mein Kind ihr Baby weggegeben hat. Weil es angeblich das Beste war. Aber dieses Mal vergesse ich nichts. Und ich verzeihe ihnen nichts, Cici. Ich werde in Zukunft nie wieder auf sie hören. Dieses Mal werde ich kämpfen und die Gerechtigkeit wird siegen. Cici, du hast uns das letzte Mal wehgetan. Nie wieder. Um es vorweg zu sagen, ich lehne Ihren Befangenheitsantrag ab. Ich beantrage, das Verfahren einzustellen. Verfahrenseinstellung? Mit welcher Begründung bitte? Die Anklage hat nicht einen glaubwürdigen Zeugen oder die Spur eines Beweises, der meinen Klienten der Schuld überführt. Und was hat die Verteidigung bewiesen? Die Verteidigung hat nichts zu beweisen. Aber ich nehme in Anspruch, bewiesen zu haben, dass Santana mehr als einen Grund hat, Jameson zu hassen. Und dieser Hass in Verbindung mit ihrer angeschlagenen Psyche beweist, dass die Anklage auf einem Kartenhaus aufgebaut ist. Oh, bitte hör auf damit. Spiel hier nicht vor, dass es um Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit geht. Oder Jameson oder Santana oder womöglich Indizien oder Beweise. Dein einziges Interesse ist es, deinen Vater öffentlich bloßzustellen und zu erniedrigen. Und das ist dir gelungen. Der Rest ist dir egal. An den Haaren herbeigezogen. Ganz und gar unfundiert. Tatsächlich ist es das. Ich finde es interessant, dass die Geschichte einen Hang dazu hat, sich selbst zu wiederholen. Das ist mir noch nie so klar geworden wie bei dieser falschen Vorstellung, die du heute abgeliefert hast. Falsch? Was heißt schon falsch, wenn man auf der Suche nach der Wahrheit ist? Wahrheit? Was für ein großes Wort, welch eine Definition. Oxford, wir hatten das im ersten Semester, wenn ich zitieren darf. Entschuldigen Sie mal. Könnten Sie diese unselige Diskussion jetzt beenden? Ich habe einen ganzen Saal voller Zuschauer, die auf meine Entscheidung warten. Es gibt keine Befangenheit und eine Einstellung gibt es auch nicht. Wir bringen zu Ende, was wir angefangen haben, und zwar ohne Verzögerung. Ich verwarne Sie alle beide. Ich kann sehr ungemütlich werden. Besonders Sie, Mr. Catwell, stehen auf sehr dünnem Eis. Seien Sie vorsichtig. Ich will jetzt endlich Argumente hören, verstehen Sie? Sonst beende ich die Beweisaufnahme. Und Sie sollten sich daran halten, also gehen wir. Perdoname, Santana. Vergib mir. Wofür denn, Mama? Dafür, dass ich so blind war. Jahrelang habe ich Cici und seine Familie über mein eigen Fleisch und Blut gestellt. Ich konnte nicht sehen, was sie uns antun, weil... Ich hab die Augen verschlossen. Du hast getan, was du tun musstest, Mama. Das ist nicht wahr. Ich sah die Wahrheit in deinen Augen, als wir da drin waren. Die Schmerzen, die du gefühlt hast, als du gezwungen worden bist, dein Mama, Baby wegzugeben. Hör auf. Ich fühlte denselben Schmerz, als sie dich mir weggenommen haben und dich ins Krankenhaus steckten. Beide Male hat sie mir gesagt, es wäre so das Beste. Ach, du Arme. Von heute an entscheiden wir selbst, was gut für uns ist. Das ist ein guter Vorsatz, finde ich. Wirklich. Ich habe ein wenig Geld beiseite gelegt. Wir können irgendwo anders hingehen. Nein, wir wollen doch nicht wegrennen. Dieses Mal werde ich nicht fliehen, Mama. Ich bin damals von meiner Verantwortung weggelaufen, als ich Cici Capwell mir mein Baby wegnehmen ließ. Und es war auch eine Flucht, als ich drogenabhängig war. Mama, ich bin so oft weggelaufen, dass ich manchmal selbst nicht weiß, wer ich bin. Ich habe mich doch nicht auf das alles eingelassen, damit Cici Capwell am Ende wieder als Gewinner dasteht. Du kannst gegen ihn nicht selbst gewinnen. Wenn ich heute verliere, weiß ich, dass ich gewonnen habe. Weil mir Essen da drin die Wahrheit gesagt hat. So wie es auch tut, das hilft mir doch. Und auf eine eigenartige Weise hatte ich sogar das Gefühl, dass er mich verteidigt hat. Die meisten Menschen würden das wohl anders sehen. Die meisten hätten schon längst aufgegeben. Und du? Wenn es etwas wäre, das mir wirklich wichtig ist. Nein, und ich glaube auch nicht, dass er... Ich weiß nicht, ob man sich verändert. Hast du dich verändert? Mein Leben hat sich verändert. In einer Richtung, die ich nie erwartet hätte. Craig, lass uns kurz rausgehen. Ich muss an die frische Luft, ja? Klar. Bitte. Oh,
Sie können Platz nehmen. Du weißt ja, was ich dir vorhin gesagt habe. Der Befangenheitsantrag wurde zurückgezogen. Mr. Capwell, haben Sie vielleicht noch eine Frage an den Zeugen? Nein, Euer Ehren. Miss Wainwright, Kreuzverhör? Keine Fragen, Euer Ehren. Sie sind hiermit entlassen. Mr. Capwell, würden Sie bitte Ihren nächsten Zeugen aufrufen? Vielen Dank, Euer Ehren. Als meinen letzten Zeugen rufe ich Dr. Grant Jameson in den Zeugenstand. Hallo. Sie haben angefangen. Was meinst du? Wollen wir nicht auch langsam wieder rein? Nur eine Minute. Ich bin noch nicht so weit, Warren. Willst du lieber allein sein? Nein. Im Gegenteil, erzähl mir was. Was soll ich dir denn erzählen? Ganz egal, was aus der Zeitung oder was du zum Frühstück hattest, was weiß ich. Haben Sie keine Angst. Und wenn du, Warren? Das war doch die Nachtschwester aus dem Krankenhaus, oder? Ja. Schwester Eiskalter Engel nannten wir sie immer hinter ihrem Rücken. Dr. Jameson, wo waren Sie in der Nacht des 24. Juli, als Santana Andrade aus dem Krankenhaus floh und bei der Flucht überfahren wurde? Nun, ich war in der Oase auf einer Benefizveranstaltung für das Krankenhaus. Ah ja, und wann sind Sie dort angekommen? Es war so gegen 7 oder vielleicht 7:15, soweit ich mich... Und wann sind Sie wieder gegangen? Dr. Jameson, wie lange sind Sie dort gewesen? Oh, entschuldigen Sie bitte. Lassen Sie mich überlegen. Rosa kam, Sie waren doch auch da. Da war es so in etwa 9 Uhr. Haben Sie die Oase zwischen Ihrer Ankunft und dem Anruf noch mal verlassen? Ich bitte um Verzeihung, aber könnten Sie die Frage wiederholen? Natürlich. Haben Sie die Oase verlassen in der Zeit zwischen Ihrer Ankunft und dem Zeitpunkt des Anrufs? Nur einmal für 15 Minuten. Da bin ich rausgegangen, um die Unterlagen noch mal einzusehen für den Abend. Viel beschäftigt zu sein ist kein Verbrechen. Einspruch, Euer Ehren. Die Verteidigung zieht unzulässige Schlüsse. Abgelehnt. Ah, Sie sitzen da mit Ihrem Hämmerchen und spielen Gott. Mutter. Ach, aufgeblasener Typ. Beruhigen Sie mich, beruhigen Sie mich. Sie haben es so gewollt, Mrs. Lockridge. Ich habe Sie gemacht. Sie stehen unter Arrest. Sie ist ein dreckiger Feigling. Du und dein Sohn, ihr macht mich wahnsinnig. Und vor allem müssen wir diesen Juristen loswerden. Entschuldigung, das war Ihre bisher vernünftigste Äußerung. Sie ist hier, aber ich kann nicht versprechen, ob sie redet. Sieh dir Dr. Jameson an. Wenn wir Glück haben, braucht sie nichts zu sagen. Dr. Jameson, in der Zeit, in der Sie Santana behandelt haben, hatten Sie da den Eindruck, dass sie hassen würde? Viele Patienten entwickeln eine Feindschaft gegen den Arzt. Das ist Bestandteil des Heilungsprozesses. Man nennt es Projektion. Hat Santana in Ihren Sitzungen irgendwann über Ihren Sohn gesprochen? Ja, ein, zweimal. Und hat das Thema Sie besonders aufgeregt? War sie wütend oder verzweifelt? Nicht mehr als sonst, nein. Dr. Jameson, wann ist Ihnen zum ersten Mal aufgefallen, dass Santana ihre Medikamente nicht mehr nimmt? Ich vermutete sowas, als Ihr Benehmen anfing, zusehends irrational und paranoid zu werden. Und wie haben Sie darauf reagiert? Nun, ich fuhr damit fort, Sie weiter zu beobachten und... Die Wahrheit ist, dass Santana Sie zur Rede gestellt hat. Sie hat Ihnen vorgeworfen, dass Sie aus Geldgier den Patienten zu viele Medikamente verabreichen. Wissen Sie, sie redet viel, wenn der Tag lang ist. Es ist sehr schwierig, das alles im Einzelnen auseinander... Oh, ich werde Ihnen gern helfen. Hat sie Ihnen denn nicht gesagt, dass sie besorgt ist wegen der Art und Menge der Medikation, die Sie Ihren Patienten verabreichen? Informationen, die Sie offensichtlich aus Ihren privaten Unterlagen hatte. Nein, das ist unmöglich. Diese Unterlagen sind verschlossen. Wie ist es Santana gelungen, diese Unterlagen in ihre Hände zu bekommen? Eine der Krankenschwestern hat es herausgefunden und warnte sie, dass Santana darüber Bescheid wusste. Nein, das ist absurd. Ich wurde überhaupt nicht gewarnt, weil es nichts gab, wovor man mich hätte warnen können. In der Nacht, als Santana aus dem Krankenhaus weglief, da hatte sie diese Unterlagen in ihren Händen. Sie wollte diese Informationen einer lokalen Zeitung zuspielen, als sie plötzlich von ihrem angeblich gestohlenen Wagen angefahren wurde. War es nicht so, Dr. Jameson? Einspruch, Euer Ehren. Abgelehnt. Ich habe Ihre Fragen zugelassen, jetzt ist Miss Wainwright an der Reihe. Möchten Sie, dass ich die Frage wiederhole, Dr. Jameson? Ich wusste doch gar nichts davon, dass Santana das vorhat. Wann haben Sie eigentlich davon erfahren, dass Santana aus dem Krankenhaus verschwunden ist? Zu dem Zeitpunkt, als Mrs. Rosa Andrade und Mr. Capwell mich darüber informierten. In der Oase? Um welche Zeit genau war das? Das war gegen 9 Uhr. Und was sagten Sie ihnen? Naja,
Mrs. Andrade sagte, dass ein Freund ist und der ebenfalls im Krankenhaus war, sie informiert hat, dass Santana weggelaufen ist aus dem Krankenhaus. Mhm. Bei dieser Aussage bleiben Sie. Natürlich. Sie haben erst durch den Anruf davon erfahren. Ja. Dr. Jameson, haben Sie an diesem Abend in der Oase einen Anruf wegen Santana aus dem Krankenhaus erhalten? Nein. Darf ich Sie daran erinnern, Dr. Jameson, dass Sie unter Eid stehen? Uns liegt ein Ausdruck der Telefonate von diesem Tag vor. Er beweist, dass Sie aus dem Krankenhaus angerufen wurden, und zwar um 7:45. Und außerdem haben wir eine Zeugin, die zugibt, dass sie Sie angerufen hat. Genau 7:45, Dr. Jameson. Der eine war 7:45 und der andere war erst gegen 9 Uhr. Das sind 1¼ Stunden, die Sie für Ihre Akten gebraucht haben. Das war ausreichend Zeit, um die Oase zu verlassen, Miss Andrade zu finden und Sie anschließend mit Ihrem Auto anzufahren, die Beweise verschwinden zu lassen, wieder rechtzeitig in der Oase zu sein und dort an der Feier teilzunehmen, als wäre nichts geschehen. Ich werde diese Zeugin jetzt aufrufen. Euer Ehren, die Verteidigung ist über eine weitere Zeugin nicht informiert worden. Ich beantrage daher die Ablehnung. Warten Sie, Mason. Es ist schon in Ordnung. Ich bin froh, dass es soweit ist. Sie können auf Ihre Zeugin verzichten, Julia. Alles, was Sie mir vorgeworfen haben, ist die Wahrheit. Ich bekam Schmiergeld im Krankenhaus. Ich verschrieb den Patienten Medikamente und Tests, die absolut unnütz gewesen sind. Santana hat es rausgefunden. Ich wollte sie töten. Und ich möchte ein vollständiges Geständnis ablegen. Es heißt, bereuen sei gut für die Seele. Sie sollten es auch mal versuchen, Sisi. Santana, Sie sind nicht krank. Sie sind gesund. Wenn Sie im Krankenhaus eine anständige Behandlung erfahren hätten, wären Sie schon vor langer, langer Zeit entlassen worden. Ich meine das, was ich Ihnen angetan habe. Ich bin wirklich untröstlich. Für die Strafzumessung werde ich einen späteren Termin ansetzen. Meine Damen und Herren Geschworenen, Sie sind entlassen. Vielen Dank. Die Verhandlung ist geschlossen. Julia. Oh. Ich danke Ihnen. Ja, manchmal sieht eben doch die Gerechtigkeit. Ja. Du solltest dich besser um deine Mutter kümmern. Du warst großartig, weißt du das? Eine Zeit lang dachte ich, du hättest keine Chance. Ja, das dachte ich auch. Bedank dich bei Michael. Er brachte die Zeugin. Ich bin stolz auf dich. Ich danke dir. Hey, wo wollen Sie denn hin? Ich habe getan, was Sie wollten. Ich möchte jetzt gehen. Fragen Sie Ihren Bewährungshelfer in 5 oder 10 Jahren. So. Es tut mir leid, Mason. Mehr, als Sie sich vorstellen können. Tut mir leid, Grant. Das wird wohl nicht reichen. Dein bester Freund, ja? Und, hast du es die ganze Zeit gewusst? Tja, das war ja mal wieder in letzter Sekunde, oder nicht? Hast du gewusst, dass Julia noch einen Ass im Ärmel hat? Nein. An ihr kann man jeden Tag neue Seiten entdecken. Meinen Glückwunsch. Danke, das ist sehr großzügig nach dem, was du hier durchgemacht hast. Ganz und gar nicht. Ich danke dir dafür, dass es vorbei ist. Es tut mir leid, was geschehen ist. Sag das nicht mir, sag es ihr. Das war ein großer Fehler. Kannst du mir bitte vergeben? Das ist zu wenig, Sisi. Und viel zu spät. Komm, Danny. Komm schon. Ah, hallo. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier sind. Oh, ich wollte mir Ihren Wettkampf ansehen. Nein, nicht Mason. Das sieht aus, als wäre das Gesetz Ihr einziger Liebhaber. Meinen herzlichen Glückwunsch. Und wie geht's dir? Bescheiden, aber eigentlich nicht wirklich. Das Wichtigste ist doch, dass die Gerechtigkeit mal wieder gesiegt hat. Ein schönes Gefühl.
Das sagtest du ja schon immer. Die Gerechtigkeit muss siegen. Und wenn der Himmel einstürzt. Sieh nicht so genau hin. Weil heute der Himmel eingestürzt ist. Sie, Miss Andrade. Einen Moment. Hallo. Ich höre, dass gerade etwas Gott. Unglaubliches passiert. Ich kann nicht fassen, dass jetzt alles vorbei ist. Aus und vorbei. Danke für deine Unterstützung, Cruz. Ach, das ist doch selbstverständlich. Nein, 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 das ist es nicht. Vielen Dank für alles. Wenn du nicht an mich geglaubt hättest, wäre ich wieder in dieser furchtbaren Anstalt gelandet. Du hast jetzt endlich die Möglichkeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Alle Welt kennt die Wahrheit. Und soweit ich es verstanden habe, wird Dr. Jameson dafür bezahlen. Ja, das wird er. Und du? Hast du schon irgendwas von Eden gehört? Nein, bis jetzt noch nicht. Du musst sie finden, Cruz. Glaub mir, Rosa, nichts kann mich davon abhalten, sie aufzuspüren. Da fällt mir ein, ich muss mich mit der Staatspolizei von North Carolina in Verbindung setzen. Die verfolgen eine Spur. Entschuldigt mich. Ach, Schätzchen. Oh, Mama, nach all den vielen Jahren habe ich dich jetzt endlich wieder. Lass uns von hier verschwinden. Oh, ja, natürlich. Ach, Mama, ich muss mir jetzt unbedingt eine Wohnung suchen. Nein, verschwende doch nicht deine Zeit, mein Schatz. Jetzt wohnst du erst mal bei mir. Warten Sie, Mr. Campbell. Mr. Campbell, waren Sie überrascht zu erfahren, dass Ihr Hausarzt und Freund der Familie ein mutmaßlicher Mörder ist? Ob ich überrascht war? Ich kenne den Mann seit 20 Jahren. Ich habe ihm mein Leben und das meiner Familie anvertraut. Beantwortet das Ihre unverschämte Frage? Miss Andrade, können Sie eine Aussage darüber machen, auf welche Weise Mr. Campbell... Ich möchte nur sagen, dass ich sehr froh bin, dass der Gerechtigkeit heute Genüge getan wurde. Das sind wir alle. Also lassen Sie die Damen in Ruhe und verschwinden Sie endlich. Sissi, ich gehe jetzt ein letztes Mal in das Haus, um ein paar persönliche Dinge abzuholen. Und dann werde ich Sie für immer verlassen. Wie geht es Miss Andrade? Wie Sie sich denken können, ist sie sehr zufrieden. Und ihre Familie ist es auch. Sie sind alle sehr erleichtert. Sollten wir nicht lieber verschwinden, bevor die Presse über dich herfällt? Mit denen werde ich schon fertig. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Schlagzeile wie »Warum ich meinen Vater für schuldig erklärt?« Ich habe meinen Vater nicht für schuldig erklärt. Ich habe einen Mandanten verteidigt. Okay, wenn du die Sache so sehen willst. Ach, Mason, ich hatte mich wirklich darauf gefreut, heute Abend ein ruhiges Essen zu zweit zu genießen. Einverstanden, aber ich sehe keinen Grund, jetzt die Flucht zu ergreifen. Als ob ich mich für meine Niederlage schämen würde. Ist das wirklich der Grund, weshalb du noch nicht gehen willst? Sind Sie da nicht auch meiner Meinung? Also ich habe Ihnen eben meinen Standpunkt erklärt und ich habe jetzt keine Zeit, was zu geben. Ja. Ist das zu glauben? Der Kerl geht einfach in den Zeugenstand und gesteht doch tatsächlich alles. Das ist ja wie in einem Perry Mason-Film. Naja, eins muss man Julia wirklich lassen. Sie ist eine brillante Staatsanwältin. Ich weiß ja, sie ist ihre geliebte Tante. Aber ich sage Ihnen, das hätte ich auch noch hingekriegt. Ich meine, Dr. Jameson ist doch wirklich eine leichte Beute gewesen. Hey, ich dachte, Sie seien ein Reporter. Wieso gehen Sie nicht hin und bombardieren die Gewinner mit Fragen? Ich habe meinen Artikel schon fertig. Augenblick mal, Dr. Jameson ist doch erst vor 5 Minuten damit rausgerückt. Ich wusste, dass Santana gewinnt. Ihre Story war fertig, bevor es vorbei war? Ganz genau. Das bedeutet, dass meine Story über den Ladentisch gehen wird, bevor die Kollegen auch nur mit ihrer Überschrift fertig sind. Wissen Sie, ich mag Männer, die ihrer Sache sicher sind. Wenn es hart auf hart kommt, hat uns das Leben ziemlich wenig Sicherheit zu bieten. Sie konnten sich zumindest sicher sein, dass man ihre Mutter heute hier rauswerfen würde. Ich meine, sie hat sich schon öfter zum Gespött gemacht, aber hier sturzbetrunken aufzutauchen und den Richter so anzuschreien, was denkt sie sich nur? Das werde ich erfahren, sobald ich Ihre Kaution gestellt habe. Es war ein abgekartetes Spiel, das ich zufällig bezahlt gemacht habe. Wissen Sie, sie ist viel zu bescheiden. Das war ein Meisterstück der Beweisführung. Ich gratuliere Ihnen, Frau Kollegin. Mr. Capwell, war es für Sie nicht seltsam, weniger als ein Jahr nach Ihrer Scheidung mit Ihrer Ex-Frau einen Fall vor Gericht auszufechten? Also, um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich fand die Herausforderung sehr aufregend. Mir fällt kein Bezirksstaatsanwalt ein, gegen den ich lieber verlor.
aussah. Seien Sie vernünftig. Treffen Sie keine überstürzte Entscheidung. Ich weiß, dass ein paar Dinge gesagt wurden. Was im Gerichtssaal gesagt wurde, hat mir klargemacht, dass ich Ihr Haus schon vor langer Zeit hätte verlassen sollen. Wie kann ich noch weiter für Sie arbeiten? Wie kann ich für jemanden arbeiten, der den Mann in Schutz nimmt, der meine Tochter umbringen wollte? Mama, wir haben gewonnen. Nur darauf kommt es jetzt an. Nichts von dem, was im Gerichtssaal gesagt wurde, nichts, was irgendwo anders gesagt wird, wird einen Mann wie Sissi von seinem Weg abbringen. Wie hätte ich mich denn verhalten sollen, könnt ihr mir das verraten? Ich kenne den Mann seit 20 Jahren, er ist ein sehr guter Freund. Und seit wann kennen Sie mich? Sissi, wie viele Jahre habe ich für Sie gekocht und mich um Ihre Kinder gekümmert, wenn kein anderer da war? Rosa. Ich habe Ihre Kinder geliebt wie meine eigenen. Ich habe an Sie geglaubt, Sissi, an Ihre Ehrlichkeit und Ihre Integrität. Und deshalb hätte ich beinahe meine Tochter verloren. Rosa, bitte glauben Sie mir doch, wenn ich gewusst hätte, was passieren würde. Wenn Sie auf Santana gehört hätten, dann hätten Sie es gewusst. Aber Sie zogen es vor, auf den reichen Herrn Doktor zu hören. Sehen Sie sich an, was dieser Mann getan hat. Er war bereit, Menschen umzubringen, um seine Macht und sein Vermögen zu erhalten. Denken Sie ganz in Ruhe darüber nach. Denken Sie auch mal über sich selbst nach. Und als Zeichen meiner aufrichtigen Freude über den Ausgang des heutigen Prozesses werde ich heute Abend eine Siegesfeier in der Oase veranstalten zu Ehren von Julia Wainwright und ihrer Mandantin Santana Andrade. Mason, das ist wirklich nicht notwendig. Ich bitte dich, Julia. Du hast einen harten Kampf mit Bravour gewonnen. Du bringst es doch nicht übers Herz, mir meine Bitte abzuschlagen. Ich möchte dir zeigen, dass ich keinerlei Missgunst empfinde. Überredet. Heißt das, Sie nehmen seine Einladung tatsächlich an? Wieso nicht? Ich kann es mir doch nicht leisten, dass in der Presse ein herzloses Bild von mir vermittelt wird. Obwohl ich vorher noch dringend etwas erledigen müsste. Also, wenn Sie mich bitte entschuldigen würden. Dann sehen wir uns später in der Oase. Gehen wir? Ja, dann bis später. Ja. Julia hat heute im Gerichtssaal wirklich einen tollen Coup gelandet. Sie ist eine verdammt gute Juristin. Das verdankt sie alles ihrem Professor. Du scheinst deine Niederlage ja gut zu verkraften. Ich dachte, dass du dich in irgendeine Ecke verkrochen hast und deine Wunden leckst. Der Gerechtigkeit wurde heute Genüge getan. Was kann man noch verlangen? Und ich dachte immer, zu gewinnen sei dein oberstes Gebot. Und es wäre doch ein Schock für das Baby, dass sein Vater ein Verlierer ist. Das heißt, wenn du überhaupt der Vater bist. Gina, ich möchte, dass du in der Oase die Vorbereitungen für eine Party zu Julias Ehren triffst. Machst du Witze? Geh. Na schön, ich geh schon, ich geh ja schon. Ich gebe heute Abend eine kleine Siegerparty für Julia in der Oase. Ich hoffe, dass sie beide kommen können. Ich halte es für unangemessen, wenn David an den Feierlichkeiten für die Gewinnerin teilnimmt, in deren Fall er den Vorsitz hatte. Nicht einmal der kaltschnäuzigste Journalist würde daraus falsche Schlüsse ziehen. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass die Party immerhin von der Verliererseite auf die Beine gestellt wird. Also ich finde, das ist eine großartige Geste. Wir nehmen die Einladung aber an. David, ich entschuldige dachte... mich, ich möchte Julia noch rasch gratulieren. Entschuldigen Sie. Ja. Es überrascht mich, dass Sie David vorschlagen wollten, auf eine Gelegenheit zu verzichten, gute Publicity zu bekommen. Die gesamte Presse wird da sein. Da haben Sie wohl recht. Gibt es vielleicht noch einen anderen Grund für Ihre Zurückhaltung? Möchten Sie jetzt darüber also auch noch spekulieren? Ich habe nur etwas angedeutet. Sie haben eine ganze Menge Andeutungen auf Lager, Mr. Capwell. Ich habe den Eindruck, es macht Ihnen Spaß, die Leute zu provozieren, sogar sich selbst. Das macht das Leben aufregend. Es könnte das Leben auch gefährlich machen. Was ist denn hier los? Oh, Mason gibt eine Siegerparty für Julia. Ist das nicht süß von ihm? Du gibst also eine Party für Julia? Bis jetzt kann man das kaum als Party bezeichnen. Sie ist noch nicht da und Santana auch nicht. Wieso? Wieso tust du das? War das, was im Gerichtssaal passiert ist, noch nicht peinlich genug für dich, Mason? Nein, für mich war das nicht peinlich. Du hast verloren. Es gibt eine ganze Reihe von Triumphen, die man bei einer Niederlage feiern kann. Und die wären... Oh, zum Beispiel der Gesichtsausdruck meines Vaters während meines Verhörs. Es war so etwas wie verspätete Gerechtigkeit, vor aller Welt seine wahre Natur bloßstellen zu können. Ich empfinde das gar nicht als Niederlage. Julia holt wirklich das Schlechteste aus dir raus, wie es scheint. Ganz im Gegenteil. Ich dachte, du hättest die lächerliche Eifersucht auf sie endlich überwunden.
Weißt du, dass dir diese Frau einfach nicht aus dem Kopf geht, ist nicht so leicht zu übersehen. Wo ist Cici? Er ist nicht eingeladen. Wieso nicht? Denk mal drüber nach, Gina. Naja, dass du ihn heute vor Gericht durch den Dreck gezogen hast, habe ich mitgekriegt, aber was spielt das für eine Rolle? Ihr liegt euch doch ständig in den Genau Haaren. Genau deshalb ist er heute Abend auch nicht eingeladen. Wir sind hier, um zu feiern. Weißt du, immer wenn ich gerade denke, dass ich dich durchschaue, wie dem auch sei, ich habe alles vorbereitet. Das heißt, wenn die heilige Julia hier eintrifft, können wir alle mit Champagner zuprosten. Mhm. Kann ich jetzt gehen? Bitte tu das. Habe ich mir das bloß eingebildet oder lag in Ginas Stimme wirklich ein Hauch von ernsthafter Besorgnis um meinen Vater? Wen interessiert das? Mich interessiert es, wenn das ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass sie sein Kind austrägt. Oder vielleicht will sie mich nur aufs Glatteis führen. Das amüsiert dich, hä? Es amüsiert dich, dass Gina Timmons womöglich dein Kind austrägt. Ich würde die Sache nicht unnötig dramatisieren. Eigentlich müsstest du außer dir sein. Die Frau stiehlt Sperma, dein Sperma, aus einer Samenbank. Dafür solltest du sie einsperren lassen. Ich wünschte, du wärst in der Stimmung, meine Freude zu teilen. Du bist heute Abend so aufgebracht. Ich war gestern Abend in der Stimmung, alles mit dir zu teilen, Mason. Ich denke, das habe ich dir ziemlich deutlich gezeigt. Es hat viel Beherrschung gekostet, nicht bei dir zu bleiben. Ich versuche, dich zu verführen und du ergreifst die Flucht. Und jetzt soll ich dich auch noch für deine Selbstbeherrschung loben? Gestern hatte ich nichts als die Verhandlung im Kopf und heute muss ich mich auf diese Party konzentrieren. Mach, was du willst. Ich dachte, du wärst zur Polizei gegangen. Mit Julia. Ja, da war ich. Aber meine Mutter hat sich geweigert, mich zu empfangen, weil sie nicht wollte, dass ich sie an so einem Ort treffe. Was ist das Problem mit deiner Mutter? Mit meiner Mutter? Ja. Naja, sie war ja schon immer ein bisschen merkwürdig, aber ich denke, im Augenblick hat sie Schwierigkeiten, mit denen sie nicht fertig wird. Hast du eine Ahnung, was das ist? Unglücklicherweise nicht. Aber was es auch ist, es hängt irgendwie mit unserem Freund Mr. Capwell zusammen. Apropos, Mr. Capwell, trinken wir ein Glas auf Masons Wohl. Er musste sich zwar heute geschlagen geben, aber er hatte einen schicken Anzug an. Was tust du denn da? Ich weiß nicht. Willst du mir wieder einen Vortrag halten? Eigentlich wollte ich dich fragen, ob du heute hier schlafen willst. Aber ich will nicht schon wieder jemand im Haus haben, der mit Alkohol nicht umgehen kann. Davon hatte ich schon genug, findest du nicht? Ach, na schön. Ich bin schon unterwegs. Augusta, ich flehe dich an. Was ist mit dir los? Sag mir doch. Du kannst nichts für mich tun, Julia. Wie wär's, wenn du mit mir reden würdest? Ich weiß, das wäre was Neues für dich, aber ein Gespräch hilft auch manchmal. Diesmal kaum. Ich muss meine eigene Entscheidung treffen und ich hab sie schon getroffen. Na, dann red mit Layton oder red mit Warren, aber red mit irgendjemand. Ja, na klar, das ist eine erstklassige Idee. Er ist wirklich der Letzte, mit dem ich darüber reden könnte. Aber irgendetwas musst du doch unternehmen. Du kannst es dir doch unmöglich leisten, dich durch solche erniedrigenden Szenen in aller Öffentlichkeit zu blamieren. Du hast dich für mich geschämt. Hab ich recht? Ja. Aber vor allem hast du dich selbst herabgewürdigt. Ich weiß überhaupt nicht, was in dich gefahren ist, dass du dich zu sowas hinreißen lässt. Ich habe versucht zu helfen. Ich sehe ein, dass ich mich unmöglich benommen habe und dafür entschuldige ich mich. Ich hatte wirklich nicht die Absicht, dir mit meinen persönlichen Problemen in irgendeiner Weise dir die Party zu verderben. Augusta! Was ist los? Ich möchte, dass du endlich damit rausrückst. Du magst ihn wirklich, habe ich recht? Wen? Wen? Den Richter, David. Den Mann, der mich eingelocht hat. Ich habe doch deine Blicke gesehen. Er gefällt dir doch, oder? Rosa! Sisi, ich weiß, es ist schon spät, Gina, aber ich komme nicht nur jetzt, ganz kurz ich vorbei. Bitte dich. Doch, es muss jetzt sein und darüber will ich nicht diskutieren. Schließlich verträgt deine Frau in meinem Zustand keine unnötige Aufregung. Oh Gott, nein. Oh.
Oh nein, danke. Ich rühre auf keinen Fall Alkohol an, solange ich schwanger bin. Aber vielleicht ein Schlückchen Mineralwasser ohne Eis mit einem Spritzer Zitrone. Gina, wenn du jetzt nicht zur Sache kommst, dann werfe ich dich raus. Ganz egal, in welchem Zustand du bist. Du würdest doch keine Frau tätlich angreifen, die vielleicht ein Kind unter dem Herzen trägt. Bitte, Gina, lass mich einfach in Ruhe. Weißt du, Sissi, du ziehst immer die falschen Schlüsse aus meinem Verhalten. Wie jetzt zum Beispiel. Du denkst bestimmt, dass ich hier bin, um mich über dich lustig zu machen. Oder um dich nochmal daran zu erinnern, dass Mason dich heute Morgen im Zeugenstand total zum Idioten gemacht hat. Oder um mich darüber auszulassen, was ganz Santa Barbara von deiner Freundschaft mit Dr. Jameson halten muss. Aber deshalb bin ich überhaupt nicht gekommen. Es ist mir völlig egal, weshalb du hier bist. Ich bin müde. Du bist die Letzte, mit der ich jetzt etwas zu tun haben will. Hallo, Rosa. Rosa. Herzlichen Glückwunsch, Rosa. Santana. Bitte gehen Sie nicht. Sie lassen mir keine andere Wahl. Sie, ich weiß, ihr seid beide wütend auf mich. Das ist gerechtfertigt, aber gebt mir eine Chance, es dafür wieder gut ist es zu machen. Zu spät. Bitte. Rosa, Sie arbeiten seit vielen Jahren bei unserer Familie. Sie können doch jetzt nicht gehen. Ich habe Ihnen viel zu verdanken. Tatsächlich? Sie haben das Land genommen, das von rechts wegen Ruben und mir gehört hat. Und Sie haben meiner Tochter den Sohn weggenommen. Deshalb ist sie auch in einer Anstalt gelandet. Ich wollte immer nur das Beste für Brandon und Santana. Ja, natürlich. Das war schon immer ihre Rechtfertigung dafür, das Leben anderer Menschen zu zerstören. Sie wollten auch nur das Beste für ihre eigene Familie. Die haben sie auch in den Ruin getrieben. Wir reden jetzt über dich, nicht über mich. Lenk bitte nicht vom Thema. Augenblick mal. Du bist doch diejenige, die dafür eintritt, immer über alles zu reden. Also bitte ich dich, über deine Gefühle für David zu reden. Ich empfinde überhaupt nichts für David. Er ist bloß ein Freund. Er war nur mein Juraprofessor. Ja, ich entsinne mich. Du hast dauernd von ihm geredet und bei deiner Abschlussfeier hast du ihn mir dann vorgestellt. Ich habe dir eine Menge Professoren bei meiner Abschlussfeier vorgestellt. Ja, das stimmt schon. Aber von David warst du völlig besessen und daran hat sich offensichtlich bis heute nichts geändert. Och, Augusta, du machst dich wirklich lächerlich. Er ist ein erstklassiger Richter und ein guter Freund. Ich verstehe. Na, vermutlich komme ich nur darauf, weil er dich im Gerichtssaal nicht ein einziges Mal aus den Augen gelassen hat. Das ist doch normal. Schon aus dem Grund, weil ich als Anwältin für den Fall zuständig war. Die Justiz mag ja heute blind gewesen sein, aber David war es jedenfalls nicht. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, dass noch mehr hinter diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis stecken muss. Und nach dem, was ich heute gesehen habe, bin ich eigentlich mehr denn je davon überzeugt. Du bist betrunken. Nein, ich sage nur die Wahrheit, aber offensichtlich habe ich da einen Nerv getroffen. Du hast überhaupt nichts getroffen. Ich geb's auf. Ich wollte dir helfen, aber ich lasse es. Hör mal, er sieht wirklich gut aus, Julia. Du hast doch immer für ihn geschwärmt, wenn du etwas für ihn empfindest. Warum ziehst du dich? Ich empfinde nichts für ihn, aber selbst wenn es so wäre, wäre es vollkommen zwecklos, denn er ist verheiratet. Seitdem ich ihn getroffen habe, ist er schon glücklich verheiratet, glaub mir. Ja, wieder so ein Hindernis, das sich der wahren Liebe in den Weg stellt. Das scheint im Leben immer der Fall zu sein. Du siehst dir eine Person an oder ein Paar, das füreinander bestimmt ist. Und wenn du sie siehst, dann ist auch dein Herz erfüllt von all dieser Freude und Liebe. Und dann werden sie auf einmal auseinandergerissen. Die ganze Geschichte ist vorbei. Sie werden durch Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben, getrennt. Du redest doch nicht etwa von David und mir. Ich muss jetzt gehen. Ich fahre dich nach Hause. Nein, nein. Ich laufe. Die kalte Nachtluft wird meinen vernebelten Kopf wieder auf Vordermann bringen. Aber pass auf dich auf. Du musst auf dich aufpassen. Ich? Ja. Ich kann dir sagen, wozu David Raymonds Frau fähig ist. Und ich weiß, dass sie weiß, was im Gerichtssaal los gewesen ist. Nichts ist da los gewesen. Unterschätzt diese Frau nicht. Wenn ich einen Ehemann hätte, der eine andere so ansieht wie er dich, dann würde ich auch alles tun, um sie loszuwerden, wenn du verstehst, was ich meine. Pass auf dich auf. Es wundert mich, dass Julia noch nicht da ist. Sie wollte ihre Schwester vorher noch aus dem Gefängnis abholen. War nicht sehr freundlich von Ihnen, sie dort einzusperren. Aber sie hat mir auch keine andere Wahl gelassen, Sie müssen oder? Sich doch nicht rechtfertigen. Sie haben sich völlig korrekt verhalten. Vielleicht hat Augusta sowas mal gebraucht. Ach, ist das nicht Harry Solomon? Oh ja, wir sollten guten Tag sagen. Geh du nur. Er kennt das gesellschaftliche Leben in Sacramento wie seine Westentasche. Wenn ich mitkomme, wird er die ganze Zeit bloß von seinen Töchtern erzählen. Es wird nicht lange dauern. Entschuldigen Sie mich. Natürlich. David scheint es kaum erwarten zu können, dass Julia eintrifft. Ich hoffe, das macht keinen falschen Eindruck. Einen falschen Eindruck? Inwiefern? Sie beantworten eine Frage mit einer Frage. Ich bin immer ein Verfechter dieser Methode gewesen. Vielleicht haben wir mehr gemeinsam, als ich dachte.
Eine Gemeinsamkeit, die wir ganz sicher nicht teilen, ist ihr Faible für gefährliche Spiele, Mason. Spiele? Eins haben sie heute im Gerichtssaal gespielt. Im Gerichtssaal bin ich sehr ernsthaft. Ach, wirklich? Es schien ihnen viel mehr daran zu liegen, den Ruf ihres Vaters zu schädigen, als ihren eigenen Mandanten zu verteidigen. Das ist ein recht gefährliches Spiel für jemanden, der sich für einen ernstzunehmenden Anwalt hält. Wenn mein Mandant nicht im Kreuzverhör die Beherrschung über sich verloren hätte, dann hätte man den Mann freigesprochen. Das ist die Aufgabe eines ernstzunehmenden Anwalts. Und derselbe ernstzunehmende Anwalt veranstaltet eine Party für die gegnerische Partei. Schon wieder ein gefährliches Spiel. Wissen Sie, je gefährlicher ein Spiel ist, umso mehr kann man dabei gewinnen. Oder verlieren. Oh, ich verliere niemals. Wollen wir tanzen? Hallo. Dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Sieht so aus, als ob dieses spezielle Spiel bald anfängt. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie mitspielen, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Lass uns gehen, Mama. Nein, ich habe die ganzen Jahre immer geschwiegen. Wenn ich jetzt nicht darüber rede, kann ich nicht in Frieden weiterleben. Stell dir das mal vor. Ich habe mich von ihm überzeugen lassen, dass es das Beste wäre, dir Brandon wegzunehmen. Er hat mich überredet, mich gegen mein eigen Fleisch und Blut zu stellen. Mama, du hast dich nicht gegen mich gestellt. Ich weiß jetzt, dass du alles aus Liebe zu mir getan hast. Also bestimmt war es so am besten. Halt dich da raus, Gina. Nein, halten Sie sich da raus. Halten Sie sich aus meinem Leben und dem meiner Tochter raus. Mama, geh jetzt zum Wagen. Gina, bitte helfen Sie. Ja, ich begleite Sie. Kommen Sie. Ich muss noch ein Wort mit Cici reden. Ich hatte recht mit Brandon. Das weißt du und ich weiß das auch. Dass du zu jung warst, war nicht der Grund. Du und Channing, ihr wärt nie zusammengeblieben. Du weißt, ich habe recht. Nein, du hast nicht recht. Was das betrifft, hattest du nie recht. Wenn ich nur sehe, was du mit meiner Mutter gemacht hast. Sie hasst dich noch nicht einmal. Stattdessen hasst sie sich selbst für ihre Dummheit. Ich sag dir nur so viel dazu. Erst wenn du das wieder gut gemacht hast, kann ich dir vielleicht vergeben. Sie hat sich umgedreht und ist gegangen. Ich habe meinen Wagen geholt, um sie mitzunehmen, aber sie ist einen anderen Weg lang gegangen, am Strand nehme ich an. Hast du vielleicht eine Ahnung, warum sie so viel getrunken hat, Julie? Ist dir das auch aufgefallen? Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sie redet ja nicht mit mir. Na schön. Ich will mal sehen, ob sie gut angekommen ist. Und nochmals mein Glückwunsch. Danke. Und danke für deine Hilfe. Hallo. Hallo. Dass nicht die Siegerin persönlich ist. Danke. Santana gesehen? Nein, aber das lässt sie sich bestimmt nicht entgehen. Ich danke dir, dass du dazu beigetragen hast, sie frei zu bekommen. Das wurde höchste Zeit. Hoffentlich kommt sie etwas zur Ruhe. Sicher. Hast du irgendeine Spur gefunden, was Eden betrifft? Ja, es ist zwar nichts Handfestes, aber als ich in Murfreesboro gewesen bin, habe ich wahrscheinlich das Hotel gefunden, in dem sie übernachtet hat. Aber man weiß nicht, wohin sie abgereist ist. Vielleicht ruft sie ja irgendwann Suzanne an. Glaube ich nicht, aber Suzanne hat mir Briefe gezeigt, die er ihnen vor langer Zeit geschrieben hat. Und darin war von allen möglichen Orten die Rede, wohin sie gern flüchten würde. Die sollte man überprüfen, findest du nicht? Ja, genau. Sie liegen in aller Himmelsrichtung verstreut in verschiedenen Ländern. Ich muss eine Menge Telefonate führen. Und wenn das nichts bringt, muss ich mich selbst ins Flugzeug setzen und in der Weltgeschichte herumreisen. Das ist doch bestimmt frustrierend für dich. Oh ja, aber nachdem alles so aussichtslos schien, nehme ich das in Kauf. Vielleicht kommt sie ja von selbst. Das bezweifle ich sehr. Hast du denn irgendwas zu den Kindern gesagt? Nein, ich glaube nicht, dass die beiden das schon verstehen. Heute war bestimmt ein toller Tag für dich, oder? Na ja, für Santana und für Rosa. Nicht für dich selbst? Ja, schon. Craig hat so eine Bemerkung fallen gelassen, als er den Gerichtssaal verlassen hat. Er hat gesagt, ich hätte mich dem Gesetz verschrieben und würde mich ausschließlich darüber definieren. Findest du, das stimmt? Hat er da recht? Nein. Vielleicht ist es aber ratsam, das nicht vollkommen von sich zu weisen. Tja, ich muss langsam mal gehen und zusehen, dass meine Kinder ins Bett kommen. Also dann, pass auf dich auf, ja? Ja, du auch. Wir sehen uns bald. Haben Sie noch einen Wunsch? Ah, da sind Sie. Ja. Und würden Sie eine politische Laufbahn Ihres Mannes unterstützen, Mrs. Raymond? Selbstverständlich.
Ich überlasse meiner Frau die restlichen Fragen. Entschuldigen Sie mich. Also, dann wüsste ich gerne noch. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Wofür? Für die Inhaftierung deiner Schwester. Das ließ sich leider nicht vermeiden. Sie hat sich aufgeführt wie eine Verrückte. Du hattest keine andere Wahl. Geht sie jetzt besser? Ich weiß es nicht. Ich nehme an, dass sie jetzt schon zu Hause ist. Sie steckt wohl in einer Krise. Ich weiß auch nicht, was sie hat. Sie ist nicht immer so unausstehlich und... Wortgewaltig. Nein, sie nimmt den Mund immer so voll. Aber sonst ist sie nicht so unvernünftig, sich dafür einsperren zu lassen. Ich hoffe, dass sie es schafft, es wieder in den Griff zu kriegen, was immer es das ist. Das hoffe ich auch. Es gibt nicht viele Bezirksstaatsanwälte, die so hoch pokern wie du. Du hast alles auf eine Karte gesetzt und gewonnen. Wenn deine innere Stimme dir rät, dich für etwas einzusetzen, bleibst du dran, egal wie deine Chancen stehen. Das hat mir mal ein Dozent verraten. Ich hab's nie vergessen. Zum Glück hast du gewonnen. Du könntest mir sonst Vorhaltung machen. Glaub mir, ohne Cruz und Warren hätte ich das nie geschafft. Die haben die ganze Arbeit gemacht. Ich hab nur ausgewertet. Oh, das ist typisch für dich. Immer so bescheiden. Sissi? Ist alles in Ordnung mit dir? Ich weiß, dass du auf meine Meinung keinen besonderen Wert legst. Aber es ist wichtig. Es betrifft Brandon. Ich kann gut verstehen, warum Rosa dich für einen gemeinen Kerl hält, nach dem, was du getan hast. Aber sei nicht so streng mit dir selbst. Was ist denn aus Brandon geworden? Er ist ein fabelhafter Junge. Wir haben uns ziemlich Mühe gegeben. Meinst du nicht auch? Ich will damit bloß sagen, ich finde, dass du alles richtig gemacht hast. Wer kann das schon von sich behaupten? Kein Mensch kann die Zukunft voraussagen. Hätte ich anders gehandelt, würde Channing möglicherweise noch leben. Vermutlich würde Eden hier bei uns sitzen. Vermutlich würde Sophia nicht im Koma liegen. Das wäre alles nicht passiert. Gib dir doch nicht für alles und jedes die Schuld. Das ist Vergangenheit, Sissi. Und was den Blick in die Zukunft angeht. Ich weiß, es ist schwer, aber es wird schon. Zunächst mal bekomme ich das Kind. Und ich werde dafür sorgen, dass dieses Kind glücklich aufwächst. Es ist schon komisch. Obwohl ich mir so sehr ein Kind gewünscht habe, ist es irgendwie beängstigend. Trotzdem bin ich ganz gespannt darauf und ich weiß, aus diesem Kind wird eines Tages einmal etwas ganz Besonderes. Gina, ich bitte dich. Ich bin müde. Ich verstehe. Tut mir leid. Ich weiß, dass du einen schweren Tag gehabt hast. Dann werde ich mal gehen. Gute Nacht, Sissi. Ich unterbreche doch nicht euer Gespräch. Nein, natürlich nicht. Santana will vermutlich bei der Verurteilung von Dr. Jameson anwesend sein. Ich dachte, wir hätten für heute genug gearbeitet. Das hier ist eine Party. Dann wollen wir den Fall für heute mal zu den Akten legen. Wenn du dich bei den Reportern nach draußen geflüchtet hast, dann fürchte ich, sie werden dich bald einholen. Irgendwann müssen denen doch mal die Fragen ausgehen. Wir setzen sie einfach an der Bar ab, dann haben wir bestimmt unsere Ruhe. Ich hätte die Idee, wir vier könnten vielleicht zu uns nach Hause gehen und dort ganz privat weiterfeiern. Dann könnten wir es uns einfach gemütlich machen, ohne uns um politische Verbindungen oder Reporter zu sorgen. Das klingt wirklich verlockend, aber ich bin erschöpft und ich will morgen früh aufstehen, weil ich Samantha einen Strandspaziergang versprochen habe. Oh, wie reizend. Ich weiß, wie leicht eine Anwältin beruflich so stark beansprucht wird, dass die Familie darunter leidet. Naja, dass das passiert, versuche ich schon zu verhindern. Danke für die Party. Oh. Es hat mich gefreut. Jetzt muss ich aber gehen, es ist schon spät. Nochmals meine Glückwünsche, Julia. Danke, einen schönen Abend noch.
Danke. Ich bring dich zur Tür. Hier. Wieso genießen wir nicht die schöne Musik, wenn wir schon mal hier sind? Wir haben schon lange nicht mehr getanzt. Schatz, das war ein langer Tag. Lass uns doch einfach nach Hause gehen. Ich bringe dich zu deinem Wagen. Nein, nein, das ist wirklich nicht nötig. Aber eins will ich dir noch sagen. Trotz meiner heutigen Niederlage habe ich mich so beschwingt gefühlt wie schon lange nicht mehr. Du warst einfach unschlagbar. Ich muss zugeben, du bist aber auch zu Hochform aufgelaufen. Ist das ein Kompliment? Das hängt davon ab, wie du es verstehen willst. Was? 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 Es wird Zeit. Ich muss jetzt gehen. Ich gehe jetzt. Bis dann. Bis dann. Geht unser Ehrengast heute früh nach Hause? Es war ein langer Tag. Und was ist mit dir? Bist du erschöpft von den Kämpfen im Gerichtssaal? Naja, wie gesagt, es war ein langer Tag. Ich hatte wirklich gehofft, wir könnten noch mal tanzen, bevor wir nach Hause gehen. Cassie, ich glaube, ich wäre auf der Tanzfläche nicht mehr sehr schwungvoll und danach erst recht nicht mehr. Das wird langsam zur Gewohnheit bei dir, oder nicht? Was? Mich abzuschütteln. Ich möchte wissen, was mit dir los ist. Nichts ist mit mir los. Ich bin müde und ich will einfach schlafen. Hm? Wir sehen uns morgen. Also dann bis morgen. Wieso? Naja, weil diese andere Frau, die sich für mich ausgegeben hat, auch Kunst unterrichtet. Sie wusste alles über sie, über ihre Malerei und die Art, wie sie reden. Und wer, glauben Sie, könnte sie gut genug kennen, um sie zu imitieren? Weißt du, Liebling, es ist seltsam. Als ich dachte, dass du tot seist, konnte ich hiermit einfach nicht fertig werden. Heute Abend ist es vollendet. Ich bin sicher, dass Mama richtig gehandelt hat. Sie hat so viele Jahre lang für diese Capuls gearbeitet und glaub mir, Warren, es ist dir ganz sicher nicht leicht gefallen, von dort wegzugehen. War Rosa nicht wie eine Mutter zu den Kindern? Sowas weiß sie, überhaupt nicht zu schätzen. Genau. Also ich bin heilfroh, dass die ganze Sache jetzt endlich vorbei ist. Wie wär's, wenn du nicht mehr dran denkst? Du hast den Prozess gewonnen. Du kannst unbeschwert in die Zukunft blicken, mein Engel. So ist es. Genau das habe ich auch vor. Und du? Hey, was ist mit dir? Ich weiß, dass du mit deiner Zeitung bis über beide Ohren in Arbeit steckst. Gibt es noch was anderes als Arbeit? Ich wüsste nicht. Vielleicht klärst du mich mal auf. Tja. Ah. Wir sind auf einer Party. Kann ich Sie für ein Tänzchen begeistern, Miss Santana? Können Sie nur zu, Mr. Lockridge. Wow. Ja, weißt du, es ist ziemlich lange her, Baby, dass ich das letzte Mal mit jemandem getanzt habe. Auch nur irgendetwas verlernt. Ach, Warren, ich wäre jetzt überhaupt nicht hier, wenn du nicht die ganze Zeit an mich geglaubt hättest. Ach, vergiss es. Du hast es mir mehr als doppelt zurückgezahlt. Wie denn das, Liebling? Machst du Witze? Die Santa Barbara Rundschau hat ihre Auflage vervierfacht seit dieser Jameson-Story.
Das habe ich alles nur dir zu verdanken. Todmüde sein. Warum gehen wir nicht zu Bett? Ja, ich bin müde, aber ich bin immer noch mit dem Prozess beschäftigt. Julia ist bestimmt sehr stolz. Das war ein wichtiger Fall für sie. Sie hatte wirklich Glück, den Prozess zu gewinnen. Sie hat gewonnen, weil sie eine großartige Juristin ist. Ach, ich habe ihre Kompetenz gar nicht angezweifelt. Aber du musst doch zugeben, dass nicht alle Tage ein Hauptangeklagter zusammenbricht und ein Geständnis ablegt. Worauf willst du hinaus, Angela? Das ist schön. Jetzt klingst du wie im Gerichtssaal. Wie wär's, wenn wir es uns jetzt gemütlich machen und das Urteil durchsprechen? Ach, du wirst mir doch sicher zustimmen, dass es sehr ungewöhnlich für einen Verteidiger ist, für den Staatsanwalt ein Fest zu geben. Ja, das stimmt schon. Eigentlich sollte man nicht überrascht sein, wenn man sie vor Gericht gesehen hat. Ich habe noch nie zwei Juristen gesehen, zwischen denen es so geknistert hat. Sie kennen sich schon sehr lange. Und sind immer noch sehr voneinander angezogen. Wieso auch nicht? Immerhin waren sie ja mal verheiratet. Und sie haben eine Tochter. Ich glaube nicht, dass Julia in dieser Ehe jemals glücklich war. Hat sie dir das gesagt? Naja, nicht direkt, aber ich kenne Julia gut genug. Mason Capwell kann so verdammt pervers sein. Mit so einem Mann konnte sie nicht glücklich werden. Da wäre ich mir nicht so sicher. Männer finden Mason vielleicht unsympathisch, aber vom Standpunkt einer Frau aus kann er sehr faszinierend sein. Er hat so etwas Unberechenbares an sich, das Julia mit Sicherheit auch sehr attraktiv findet. Ich finde, wir haben den Prozess jetzt gründlich genug durchgekaut. Der Meinung bin ich auch. Warum entspannen wir uns nicht einfach und vergessen den Prozess? Und Julia und Mace. Hallo, was für eine Überraschung. Ich wusste, dass du noch auf bist. Darf ich? Ich räume das schnell mal weg. Zu Hause hätte ich bestimmt keinen Schlaf gefunden. Das Problem kommt dir bekannt vor, was? Oh ja, an manchen Tagen geht es mir genauso. Kann ich mir vorstellen. War Samantha denn noch wach, als du nach Hause kamst? Naja, sie versteht das alles noch nicht so richtig. Sie war aber sehr stolz, dass die Mami gewonnen hat. Ja, sie hat wohl gespürt, wie die Spannung von dir abgefallen ist. Ach, zu Hause bin ich ganz anders, möchtest du? Danke. Sieh mich nicht so an. Wie denn? Na so. Julia. Lass das, Mason. Wir hatten heute einen Draht zueinander. Nein, hatten wir nicht. Und ich will davor nicht weglaufen. Komm, hör deshalb auf, geh bitte sofort hier, nach Hause. Julia. Du hättest gar nicht erst ich kommen sollen. Ich will ja nichts forcieren, dann aber... Dann lass es einfach bleiben. Aber also ich hatte das Gefühl, dass du dasselbe gespürt hast. Nein, ich habe überhaupt auf, nichts gespürt, fall nicht, Mason. Julia. Kein Problem, alles in Ordnung. Wenn du nichts gespürt hast und ich mir alles nur eingebildet nichts. Habe... Ja, hast du, wirklich. Julia, war das wirklich alles nur Einbildung, nur weil ich das, was ich will, so herbeisehne? Gute Nacht. Oh nein! Oh. Nein! Oh nein. Doch, Julia! Oh, doch, nein. Julia!
Was mir jetzt noch Sorgen macht, ist meine Mutter. Sie würde es nie zugeben, aber ich fürchte, sie hat Schuldgefühle, weil sie den Job bei den Capwells gekündigt hat. Das war bestimmt nicht leicht, aber ich finde, dass sie das schon vor Jahren hätte tun müssen. Ja, Mama ist in vielen Dingen einfach noch fürchterlich altmodisch. Und sie fühlt sich verantwortlich für die Familie. Ich kann mir vorstellen, wie schwer ihr das zu schaffen macht. Für sie ist eine ganze Welt zusammengebrochen. Allerdings kann man die Familie nicht dafür verantwortlich machen, was Cici getan hat. Aber sie müssen wohl damit zurechtkommen, dass Mama in Zukunft nicht mehr für sie da ist. Wow. Was ist passiert? Weinst du etwa? Nein, ich weine nicht. Hat Mason dir wehgetan? Ich schwöre, das ist es nicht. Wo steckt er? Er fühlt sich nicht gut und wollte heute etwas früher ins Bett. Bitte gehen. Ich habe noch Licht brennen sehen. Oh nein, bitte. Kommen Sie doch rein. Ich wollte nicht unhöflich wirken, aber ich bin schon etwas überrascht. Sie hätte ich wirklich am allerwenigsten erwartet, als ich die Tür geöffnet habe. Es wäre wohl besser gewesen, wenn ich Ihnen mein Kommen vorher angekündigt hätte. Nein. Ich habe befürchtet, dass es unpassend wäre. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Naja, Sie haben mich ja nicht unbedingt eingeladen. Und wenn ich ehrlich sein soll, seit Ihrem Besuch habe ich ständig an Sie denken müssen. Auch an Eden natürlich. Und so weit weg kam ich mir so nutzlos vor. Wie soll ich das verstehen? Wollen Sie mir Ihre Hilfe anbieten? Ich weiß zwar nicht wie, aber ich würde schon gern helfen. Da wird sich schon etwas finden lassen. Ohne Sie würde ich jetzt noch im Dunkeln tappen. Und nicht mal wissen, dass Eden immer noch am Leben ist. Unverkennbar Sie. Von wem ist das? Nun, Sie werden es nicht glauben, aber von mir. Ich weiß, ich bin nicht sehr talentiert. Ach, keine falsche Bescheidenheit. Ich kenne mehrere professionelle Künstler mit weniger Talent. Wenn Sie mich fragen, war das eher ein Zufallstreffer. Ich glaube nicht, dass ich sowas wieder hinkriegen würde. Sicher nicht. Dieses Holz habe ich unten am Strand gefunden, da... wo sie im Meer verschwunden ist und ich habe es mitgenommen. Naja, ich habe mir gedacht, wenn ich etwas damit tue, dann hilft mir das vielleicht besser, damit fertig zu werden. Es war das erste Mal, dass ich so etwas versucht habe und irgendwie war es eine recht interessante Erfahrung. Oh, wie süß. Auf dem Foto sieht man ihr richtig an, wie glücklich sie hier gewesen ist. Tja, das war sie wohl auch. Ach, das hier ist, das ist mein Lieblingsfoto von ihr. Ich finde, das kommt ihr irgendwie, wie soll ich sagen, am nächsten. Oh, tut
mir leid, obwohl ich mir fest vorgenommen hatte, nie wieder in Ihrem Beisein zu weinen. Tue ich es schon wieder. Weinen Sie ruhig. Das macht doch nichts. Ich kann es einfach nicht fassen, dass diese wunderschöne, lebensfrohe Frau nicht jeden Moment hier auftaucht und uns Gesellschaft leistet. Es wird sicher nicht mehr allzu lange dauern, bis wir sie wiedergefunden haben. Ja. Haben Sie Hunger? Oh, ja schon, aber ich will Ihnen keine Umstände machen. Nein, das trifft sich ganz gut. Ich habe nämlich auch ziemlichen Hunger. Haben Sie schon ein Hotel? Ich dachte, ich versuch's mal in der Oase. Hat Ihnen die Kepfel-Oase in Ihren Briefen etwa auch erwähnt? Sie war ja total begeistert von dem Projekt. Ich brenne regelrecht darauf, es zu sehen. An den Brief erinnere ich mich sogar noch. Wir könnten dorthin essen gehen. Wohnen sollten Sie dort allerdings nicht. Das ist unbezahlbar. Außerdem haben wir genug Zimmer hier. Danke für das Angebot, aber das ist wirklich nicht nötig. Das finde ich schon. Können Sie sich nicht vorstellen, was Eden mir für eine Szene machen wird, wenn sie irgendwann mal durch einen dummen Zufall erfährt, dass ihre beste Freundin ins Hotel musste? Überredet, danke. Ich freue mich natürlich sehr darüber, hier wohnen zu dürfen. Gut. Schön. Entschuldige mich jetzt. Hey, warte mal, wie wär's mit Tanzen? Ich möchte jetzt tu aber mir nicht. Den Gefallen. Du schuldest mir nämlich noch einen von früher. Immerhin war ich es, der dir Melinda die Quasselstrippe vom Hals gehalten hat. Ja. Ach, die hatte Haare auf den Zähnen. Du weißt auch nicht, was aus der geworden ist. Doch, Friseuse, was sonst? Na siehst du, du kannst ja doch noch lachen. Tut mir leid, ich bin nur müde, sonst ist wirklich nichts. Sei ehrlich zu mir. Hat Mason dich vielleicht hier einfach sitzen lassen? Oh. Mason ist ein schwieriger, introvertierter Mensch. Und auf andere wirkt er deswegen manchmal launisch. Und ab und zu braucht er einfach mal Zeit für sich. Ah ja, verstehe. Er muss den verlorenen Prozess verdauen und vermutlich macht es ihm schwer zu schaffen, dass er seinen Vater an den Pranger gestellt hat. Craig, danke für den Tanz. Nein, nicht. Tut mir leid, wirklich. Du musst aber zugeben, dass es link war von Mason, seinen Vater auf diese Weise ans auszuwischen. Hör zu, ich hege keinerlei Sympathie mehr für CC. Nicht mehr, seit ich weiß, was er Santana und Channing angetan hat. Ich bin überrascht, dass du ihn verteidigst. Du weißt doch, wie es ist, wenn man ohne Eltern aufwachsen muss. Was würdest du sagen, wenn dein Großvater dafür verantwortlich wäre, dass er... Nein, jetzt verrennst du dich, aber das kann man nicht vergleichen. Du weißt, CC war überzeugt davon, dass ich... Gut, dann erzähl das Santana. Ich finde, wir sollten schnellstens das Thema wechseln, bevor wir noch anfangen zu streiten. So wie ich das sehe, hat Mason nur versucht zu beweisen, dass Santanas Anschuldigungen aus der Luft gegriffen sind. Und das wäre ihm auch gelungen, wenn sich dieser Dr. Jameson nicht überraschend als schuldig erwiesen hätte. Ich glaube, das war zweitrangig für Mason. Könnten wir uns eventuell darauf einigen, dass sein Auftreten etwas zu großspurig und selbstherrlich war? Schätzt du ihn falsch ein? Was da vor Gericht gelaufen ist, war für ihn noch verletzender als für CC. Das glaubst aber nur du. Er wollte Eindruck schinden, das werde ich aber mit dir wetten. Kleines, ist dir denn nicht aufgefallen, dass ihm jedes Mittel recht war, um der anwesenden Presse und vor allem Julia zu imponieren? Der Mann ist ein emotionaler Krüppel und ich begreife nicht, dass du das nicht siehst. Du wirkst ziemlich abwesend. Ja, stimmt. Entschuldige bitte. Ich mache mir Sorgen wegen meiner Mutter. Ich werde sie mal kurz anrufen. Bin gleich wieder da. Klar, lass dir ruhig Zeit. Ich genieße hier so lange stillvergnügt meinen Sieg. Das hast du dir auch verdient. Danke. Hallo, Gina. Hallo, Warren. Was feiern Sie denn? Mein Sieg und meine Freiheit. Eine gute Kombination. Ja, das finde ich auch. Meinen herzlichen Glückwunsch nachträglich. Darf ich mich setzen? Aber natürlich. Ich wollte Sie übrigens morgen anrufen. Ach ja? Und weswegen? Na, wegen Brandon natürlich. Ich habe meinen Sohn jetzt schon seit wie vielen Jahren nicht mehr gesehen? So genau weiß ich das nicht. Aber zurzeit ist er campen mit Freunden. Ach, will Ihre Mutter denn nun wirklich nicht mehr für die Capitals arbeiten? Nein. Hatten Sie etwas anderes erwartet? Ich habe geglaubt, sie beruhigt sich wieder. Denn immerhin liegt Sophia noch im Koma und
Eden ist verschollen und ausgerechnet jetzt kündigt sie? Hat Cici vielleicht gebeten, mich darauf anzusprechen? Nein, ich meine, ich wäre die Letzte, die er um so etwas bitten würde. Aber er ist ohne Frage ziemlich fertig deswegen. Sogar mir fällt das auf. Das legt sich bald wieder. Also, Gina, nochmal zu Brandon. Bitte, beziehungsweise das Doppelte davon, dass Sie wissen ja Bescheid. Ich habe gehofft, dass du das Telefon vielleicht nicht hörst, weil du schon im Bett liegst und deinen Rausch ausschläfst und wir schon völlig beruhigt wieder auflegen. Und wen sehe ich? Ah, deine arme alte Mom barfuß, weil sie dummerweise Sand in den Schuhen hat. Hast du gewusst, wie beschwerlich so ein Strandspaziergang in Stöckelschuhen ist? Ich rate davon ab. Danke, ich werde es mir merken. Gut. Und demnächst veröffentliche ich eine Kolumne mit Augustas Weisheiten nach diversen und ohne Zweifel zu vielen Wodkas. Her mit dem Glas. Du weißt, dass du eine gebrochene Rippe riskierst, wenn du einem Trinker das Glas wegnimmst, hm? Wann hörst du endlich wieder damit auf? Glaubst du nicht, ich würde es tun, wenn ich es könnte? Was ist denn bloß los mit dir? Hat es irgendwas mit diesem Brief zu tun, den du unbedingt wiederhaben wolltest? Wie kommst du darauf? Man antwortet nicht mit einer Gegenfrage. Das habe ich dir bereits erklärt. Ja, aber schlecht. Unter anderem hast du vergessen zu erwähnen, welche Rolle Mason Capwell hatte. Mason? Danke, der war mega völlig entfallen. Was soll das heißen? Was hast du vor? Wo willst du hin? Ich muss ihn sprechen, sofort. Mutter. Wiedersehen. Du willst, dass ich wieder gehe, weil du Angst vor mir hast. Das ist möglich, ja, und ich glaube, ich habe auch allen Grund dazu. Ich wüsste nichts, wovor du Angst haben müsstest. Ich weiß, was in dir vorgeht. Du musst alles überdenken, was in deinen Augen gegen uns spricht. Julia, ich will nur mit dir zusammen sein. Wir haben es versucht, und zwar schon mehr als einmal. Es funktioniert nicht. Sag das nicht. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben und haben daraus gelernt. Ich würde es doch nie wieder riskieren zu... Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben, nicht eine Sekunde. Julia, sieh mich an. Ich bin kein Feind. Ich bin der Mann, der dich immer lieben wird. Wirklich ein geduldiger Mensch, aber jetzt habe ich langsam die Nase voll. Das habe ich auch, Warren. Da ist Cassie, sie wird wissen, wo ich steckt. Ich war noch nicht ganz fertig, Mutter. Ich muss dringend ein paar klärende Worte mit Mason wechseln. Und danach werde ich brav nach Hause gehen und ins Bettchen fallen. Und dann fallen. Sprich ruhig weiter. Und morgen sehen wir dann weiter. Ach doch, Cassie. Die wandelnde Wodkaflaschen im Kurs auf unseren Tisch. Cassie, wo ist Mason? Er schläft vermutlich schon tief und fest. Und wo? In seiner Suite. Nein, natürlich. Da ist er nicht. Ich war eben da und er hat die Tür nicht aufgemacht. Da vermute ich mal, dass er am Strand ist. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Natürlich weiß ich, wo er steckt. Wie dumm von mir. So, hier ist deine Tasche. Komm, ich bring dich nach Hause. Nein, ich will nicht nach Hause, Mutter, Warren. Wir gehen jetzt. Nein. Was war das denn gerade? Mutter, du stellst dich an wie ein kleines Kind. Es ist nicht zu fassen. Würdest du mich bitte in Ruhe lassen? Auf deine plötzliche Fürsorge kann ich verzichten. Du hast dich doch nie um mich gekümmert. Und seit du zurück bist, kann ich keinen Schritt mehr tun, ohne dass du mir an den Fersen hängst. Und was glaubst du, wo Mason ist? Ich denke, er ist im Bett und da er, wie gesagt, seine Ruhe haben wollte, hat er nicht aufgemacht. Trinken wir noch einen Champagner? Und es gibt Pferde dort. Sie können sich sicher vorstellen, wie begeistert Brandon von dem Camp ist. Ja, das glaube ich gern. Sowas gefällt wohl jedem Jungen. Gina, kann es sein, dass Sie ihn weggeschickt haben, weil er nichts von dem Prozess mitbekommen sollte?
Ja, richtig. Natürlich habe ich versucht, ihm das zu ersparen. Aber als es dann überall von der Presse aufgegriffen und breitgetreten wurde, war nichts mehr zu machen. Brandon liest nun mal nichts lieber als Zeitungen. Ich kenne keinen, der so gut Bescheid weiß über weltpolitische Ereignisse. Schön, ich finde es gut, dass er so aufgeweckt ist. Mir gefällt es sehr, dass er Zeitung liest, um sich zu informieren. Und Bücher liest er auch. Ein großer Teil meines Geldes geht für Bücher drauf. Was hat er zu dem Prozess denn so gesagt? Weiß er Bescheid darüber, dass ich psychisch vollkommen gesund bin und entlassen wurde? Aber natürlich, er weiß alles. Er freut sich übrigens sehr, Santana. Er war völlig fassungslos, dass ein Arzt sowas tun kann. Ja. Es ist doch einfach unglaublich, was dieser Mann ihnen angetan hat. Ich weiß aber mittlerweile auch, dass es richtig war, Brandon von mir fernzuhalten, solange ich Probleme hatte. Aber jetzt bin ich wieder gesund. Ach, das kann er übrigens hervorragend mit Problemen umgehen. Er löst sie fast immer. Er hatte mal irgendwo gelesen, dass man vor Problemen nicht weglaufen, sondern sich ihnen stellen sollte. Er löst das Problem und weiter geht's. Ich kann nur hoffen, dass er an dieser Einstellung auch noch festhält, wenn er irgendwann mal erwachsen sein wird. Gina. Bevor wir weiterreden, sollten wir etwas klären. Was? Ich habe nicht vor, Ihnen das Sorgerecht für Brandon irgendwie streitig zu machen. In keiner Form. Ach, wirklich nicht? Nein. Nein, das will ich ihm nicht antun. Wissen Sie, manchmal habe ich das sichere Gefühl, dass ich in vieler Hinsicht noch mal ganz von vorne anfangen muss. Und ich. Das verstehe ich gut. Ab und zu muss man sich mal wieder neu orientieren. Herausfinden, wer man ist. Genau. Tja, und Brandon ist nun mal ein Teil meines Lebens. Ich möchte eine Beziehung zu meinem Sohn aufbauen. Das werden Sie sicher verstehen. Besser, als Sie vielleicht glauben. Teilen Sie ihn mit mir, Gina. Mehr will ich wirklich nicht. Ich rufe Sie gleich morgen früh an und gebe Ihnen die Nummer vom Camp. Ja, gut. Wir sind beide sehr komplizierte Menschen, Mason. Und du tust wieder so, als wäre alles denkbar einfach, als wäre es sehr leicht. Es ist einfach. Nur du machst es kompliziert, weil du zu viel darüber nachdenkst. Wie oft soll ich es dir denn noch sagen? Du kannst doch nicht ernsthaft denken, dass es jetzt besser mit uns beiden läuft, nur weil du dich... Tut mir leid, daran glaube ich beim besten Willen. Lass es uns versuchen. Ich bin es aber mittlerweile leid, mir Illusionen über uns zu machen. Ich bin Zyniker und unfähig, mir Illusionen zu machen. Wenn es um uns geht, schon. Und was ist mit dir? Du versuchst krampfhaft, deine Gefühle für mich zu unterdrücken. Gut, wir sind wirklich grundverschieden, aber trotzdem füreinander geschaffen. Das bezweifle ich doch sehr. Also gut. Ich will nicht versuchen, dir irgendetwas einzureden. Was empfindest du? Was ich empfinde, ist nicht akzeptabel für mich. Ich möchte mich zu dir setzen. Bist du einverstanden? Ich werde jetzt meinen Arm um dich legen, als würde ich Samantha in die Arme nehmen. Oder einen Schmetterling. Komm. Komm. Entspann dich. Ist ja gut. Ich möchte, dass wir zusammen atmen, Julia. Tief einatmen und langsam wieder ausatmen. Und versuch, deinen Kopf frei zu machen von guten, aber vor allem oh, schlechten. Oh Gott, soll das gut sein? Dann werden deine Gedanken frei und wir können sie hören. Das ist doch albern. Etwas mehr Respekt, ich bitte. Versuch's, wir atmen zusammen. Komm schon. Mir zu lieb. Was hörst du? Was sagt dir dein Herz jetzt? Nur du. Ich will nur dich. I was starting to
gefällt es Ihnen? Es ist einfach unbeschreiblich schön. Aber die Preise sind wirklich gesalzen. Ja, ich will hoffen, damit ist das Thema, wo Sie während Ihres Besuchs wohnen, endgültig vom Tisch. Jetzt werden Sie mich nicht mehr los. Etwas wollte ich Sie noch fragen. Ist in den Briefen, die Eden mir geschrieben hat, irgendein Hinweis darauf, wo sie sich aufhalten könnte? Tja, schwer zu sagen. Ich weiß aus meiner langjährigen Berufserfahrung als Detective, dass man ab und zu über Hinweise stolpert und sie trotzdem nicht sieht. Das passiert mir jedenfalls. Ich habe natürlich schon bei all den Freunden, die sie erwähnt hat, angerufen, aber niemand von denen weiß, wo sie steckt. Wir haben sie auf der Fahndungsliste und vielleicht... Das alles ist so paradox. Sie, Eden, will gefunden werden, aber dagegen wehrt sich ihr zweites Ich mit aller Gewalt. Ja. Es ist erschreckend und frustrierend, aber vielleicht finden wir zusammen mehr darüber raus. Ich denke auf jeden Fall, dass es sehr gut war, mich instinktiv nach North Carolina zu orientieren und sie dort zu suchen. Finde ich auch. Obwohl dadurch mein Leben nie wieder wie früher sein wird, es ist, als ob ein Buch sich öffnen würde und die Charaktere lebendig geworden sind und irgendwie befinde ich mich dabei mittendrin. Nicht nur das, Sie sind ein Teil davon, dadurch, dass Eden ihren Namen benutzt und sich für Sie ausgegeben hat. Ich könnte mir vorstellen, es wäre vielleicht nützlich, wenn Sie und ich nochmal die Briefe von ihr durchgehen und auf Hinweise achten. Gut. Ich habe mir die Briefe auch nicht noch einmal vorgenommen. Möglicherweise stoße ich vielleicht auf was Interessantes, auch wenn sie nur von Ihnen schwärmt. Ja. Es ist irgendwie eigenartig, ehrlich gesagt, die Briefe zu lesen, die, die nur für Sie waren. Ich fühle mich dabei fast wie ein Eindringling. Sie können stolz auf Ihre Worte sein. Und ich schätze, Sie verstehen jetzt, wieso mir diese Briefe es so schwer gemacht haben. Was meinen Sie? Wer kann sich mit Ihnen denn schon messen? Die schrägen Vögel, die ich bisher getroffen habe, konnten da sicher nicht mithalten. Kennst du die Frau dabei, Cruz? Schweigen wir uns den Rest des Abends an. Entschuldige, sieht aus, als hätte ich nichts zu sagen. Na komm schon, früher konnten wir doch über alles reden. Ja, früher schon. Aber entweder haben wir uns verändert oder wir haben uns auseinandergelebt. Ist das etwa meine Schuld? Wieso reagierst du gleich so aggressiv auf alles, was ich sage? Okay, du hast recht. Was denkst du, läuft verkehrt? Ich denke, wir spielen jetzt nicht mehr im selben Team. Zwischen uns hat sich eine Art Konkurrenzkampf entwickelt, fürchte ich. Und das erschreckt mich. Sogar du erschreckst mich. Ich erschreck dich? Ja. Dein alles verschlingender Drang, Mason bei CC auszustechen, der erschreckt mich. Oh, warte mal. Doch, es wird nicht funktionieren. Oh, warte eine Minute. Ja, was ist mit deinen Ambitionen, selbiges bei Julia und Mason zu tun? Trotz aller Bemühungen scheint das nicht zu funktionieren. Wie ich schon sagte, ich mache mir um unsere Freundschaft Sorgen. Du bist doch nicht wirklich freiwillig, dieser Verrückte. Diese Verrückte ist aber nun mal meine Schwester und sie hat Probleme. Ich weiß, dass Mason auch da ist. Sein Auto steht vor der Tür. Ach, du liebe Güte, sag nicht, du bist mit ihm im Bett. Siehst du, ich muss aufmachen. Die Nachbarn werden sonst hellhörig. Oh, ich habe mir Sorgen gemacht. Wo warst du? Was willst du von mir? Wieso verfolgst du mich sogar bis hierher? Du weißt doch ganz genau, wieso. Ach ja? Dann erfährst du es eben gleich. Denn er wird dich nicht gehen. Julia, wie wär's, wenn du für sie einen Espresso machen würdest. Selbst wenn sie ablehnt, können wir sie darin ertränken. Ich würde gerne hören, was ihr... Schon kurz. Ich verschwinde dann. Ich bring dich um. Dein Timing ist einfach mal wieder umwerfend. Schon allein dafür kommst du ganz bestimmt in die Hölle. Ich werde dir niemals vergeben, dass du mir mein größtes Geheimnis entlockt hast und mich dann zum Schweigen verdammt hast. Und nur deswegen platzt du hier rein, nur um das zu Mason, sagen? Mason, wir kommen nicht durch. Wovon sprichst du? Von dem Brief, den wir Warren praktisch aus der Hand rissen. Er nervt mich furchtbar damit. Dann schreib ihm eben einen neuen. Dann wird er erfahren, dass er nicht mit Cassie verwandt ist. Stellst du dich etwa mit voller Absicht so blöd? Oder zeigt der Alkohol bereits Wirkung auf dein bisschen Krebs? Hör zu, geh nach Hause. Erfinde was Schönes, pack's in einen Umschlag und gib ihn ihm. Er wird denken, dass es der alte Brief ist. Toll, das nenne ich echt clever. Bitte verschwinde jetzt. Wozu ihn noch belügen? Es wäre besser, wenn Muss ich alles weichte. Muss ich denn wirklich erst einen Zettel für dich schreiben? Mit allen Gründen, wieso Warren niemals etwas davon erfahren darf?